So, einen wunderschönen guten Morgen an Leute der gut gepflegten Anzeigenliebhaber. Hier ist er wieder, euer App Manu, und heute werden ein paar Leute angezeigt. Was geht, Freunde? Was geht, was geht, was geht? Geht's euch gut? Ich hoffe's doch. Moin an Aiden. Da bin ich mal gespannt, was ich hier gleich zu sehen bekomme. Same. Aiden, SXM, Fuecro, Shadow, Leinhardt, Leo Messi, Charlie, X-Leon, Erdgamer, Jonas, Fanfictionera, Hassa, Sabine, Conny, StumbleGuys-Fan, Marco, andere Shadow auch noch, Carla, Jonas, Digga, wie viele Leute heißen denn Shadow hier im Chat? Drei Shadows oder was? Cospa, Mr. X, Martin, Sabine, Bakura, Yoji. Ja, der abgelaufene Booster wird auch mal ganz kurz aufgemacht. Iron Knight, Jakob, Jonas, Olli, Aliana, Neon, Iron Knight, Charlie natürlich, Lea, Armin Laschet, Neon, ach, ich hab wieder vergessen. Ich hab wieder vergessen, das Booster-Pack zu aktivieren. Moment, Sneezy, du kriegst gleich ein Booster-Pack. Und wollen auch die ganzen Twitch-Leute nebenbei hier, währenddessen ich hier gerade das Booster-Pack starte. Fragen nach Kumo, Timmy, auch hier liegt Leon, Finn, Sunset, Mi Meister, Itengia, Erd Leon, Edukiri, Shadow Knight, Fuecro, auch hier, Lanky Kong, Sneezy, Dump Guy, Charlie, Ed Philipp, Mick, Glüsix, Mori, moin, schön, dass ihr alle am Start seid. Lasst mal eben meine Twitch-Dinger noch fixen, Moment. Mein Booster-Pack, damit die Leute auch die Booster-Packs ziehen können. Wird direkt instant im Stream das Booster-Pack aufgemacht. Achtung, Sneezy, für dich. Oh! Guck mal an hier, Schillock. Ist doch nicht so schlecht, oder? Ist nicht so schlecht, Sneezy. Du hast mich vergessen, tut mir wirklich vom Herzen leid, Timmy. Wie geht's euch? Ich hatte ein angenehmes Wochenende gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Und hier haben wir das neue Red Bull. Ich habe 10 Jahre lang danach gesucht und selbst gekauft. Nicht Spaß, meine Freunde, das haben wir mitgenommen. Beste Grüße gehen raus an Lee. Ich bin sehr gespannt, wie die neue Summer Edition Kuruba Holunderblüte schmeckt. Ich muss eigentlich auch wirklich was zeigen. Ne? Ich muss euch wirklich was zeigen. Carla, wir gehen gleich auf deine unfassbare Ehrenhaftigkeit an. Moment. Ich muss euch was zeigen. Ich hab's vergessen zu holen. Moment. Wo ist das? Hallo? Ah, hier. It's Luigi time. Achtung! Erstmal! Carla! Junge! Carla! Das abgelaufene Booster mal wieder. Carla, vielen Dank für 9 Monate King! Mano! Junge, 9 Monate lang. Und wohin auch an Celine. 9 Monate King, Mann, das müsst ihr euch mal vorstellen, Freunde. 9 Monate! Mit der Nachricht! 9 Monate, die Zeit vergeht so schnell. Ey, Real Talk. Carla, komm mir vor, als ob du gestern erst reingeschoben bist, nicht Spaß. So jetzt nicht, aber Carla, vielen Dank für die 9 Monate, du King. Vielen, vielen Dank. Ehrenmann. Für dich mindestens das Schwitzerhandtuch, fällt mir gerade auf. Mindestens das Schwitzerhandtuch. Und ich brauche noch mal anderen Schwitzersachen. Ah, wird sich ja noch alles geholt, Junge. Unvorbereitet, Mano, heute. Unvorbereitet, Mano. Vielen Dank, Carla. So. Guck mal, letztes Mal abgelaufenes Booster, okay? Ich habe das Booster gesoffen, es war abgelaufen. Das war es wirklich komplett gewesen. Summer Edition ist, ja, ich verstehe es auch nicht, wieso das schon Summer Edition ist, ich verstehe es auch nicht. Mono Chaos Queen, abgelaufenes Booster. Vorgestern, neues Booster gekauft. Wo ist es? Hier. Seht ihr dieses Loch? Wollen die mich verarschen? Real Talk, wollen die mich verarschen? Einfach ein Loch drin. Und es hab nicht ich da reingemacht. Was ist denn momentan mit Booster los? Erstmal abgelaufen, dann Loch im Booster drin gewesen, das ganze Treppenhaus voll gebappt. Das war's ja wirklich komplett gewesen, Alter. Wirklich. Sparogi, moin. Ah, Quapse nur. Und Aiden, vielen Dank für 7 Monate, Ehrenmanu. Ach so, das habe ich ja auch noch. 7 Monate, nett. Das ist durchaus relativ nett von dir, Aiden. Dankeschön, Aiden, für 7 Monate. Da ist die Mücke reingeflogen. Ey, ich will gar nicht wissen, was da für Bakterien alle reingeflogen sind. Egal. Wir machen jetzt, wie gesagt, die Summer Edition auf von Red Bull. Wie war es nochmal? Kuruba Holunderblüte. Holunderblüte. Es soll angeblich wie Gummibärchen schmecken und ich bin sehr gespannt. Da wird auch direkt der Clip wieder gemacht hier vom Fragen da.
Boah, es riecht wirklich so heftig nach diesen weißen Gummibärchen. Holy shit. Ja, 100%. Ja, wir nehmen einen Schluck, Freunde. Warte mal, ist abgelaufen? Ah, nee, erst nächstes Jahr. Okay, da sind wir schon mal safe. Ich hab mich ein bisschen Trauma. Okay. Weiß nicht. Nee, muss man nicht kaufen. Nee, muss man nicht kaufen. Sorry, aber nee. Es ist halt wirklich so eingeschmolzene Gummibärchen, aber im Schlecht. Gibt's das in Deutschland, ja. Aber richtig in Schlecht. Also ich trinke es jetzt zu Ende, weil ich hier keine Lebensmittel verschwenden will. Aber es ist eine 3 von 10 und ich kaufe mir das nie wieder in meinem Leben. Also ich habe es ja sowieso nicht gekauft, mein Freund hat es gekauft. Beste Grüße. Aber ich kaufe mir das nie wieder, Junge. Holy shit. Nee. Mir hat es auch nicht geschmeckt, das Zeug ist ekelhaft. Also da fand ich selbst das pinke Red Bull noch besser als das hier. Und das pinke Red Bull war Zero, was ich eigentlich nie mag. Der abgelaufene Booster ist geil. Ah ja. Finde das pinke furchtbar. Ich finde es auch nicht so gut. Ich will es mir nicht freiwillig nochmal holen, aber das ist noch schlechter. Muss ich wirklich sagen. Flo, da hier, schmoin. Deine Reaktion muss Kanalbelohnung werden. Jo, wahrscheinlich. Der wurde aus Gummibärchen produziert, die wiederum abgelaufen waren. Ach ey, denn mach doch nicht diesen jetzt. Ich habe schon meine eingeschweißten Steaks aufgemacht. Die waren 2 Jahre abgelaufen. Also bei Fleisch würde ich das. Bei Fleisch würde ich das niemals machen. Wenn ich bei Fleisch sehe, einen Tag abgelaufen, direkt. Nee, wegschmeißen. Bei Fleisch macht man keine Faxen. Ich habe noch nie irgendeine Sorte vom Red Bull probiert. Also wirklich. Noch nie Red Bull probiert, ist auch wirklich ehrenlos, muss ich wirklich sagen. Also Tomioka, welches FNAF kommt eigentlich? Was war das für ein Voice Crack, Junge? Voice Crack, Manu? Weiß ich noch nicht. Mache ich relativ spontan, dann am Donnerstag war es, glaube ich, ne? Tomioka, moin! Ist das Anzeigen-Hauptmeister-Game auf dem Handy? Nee. Wir können auch langsam starten, Freunde. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das so lange spielen werden. Weil ich glaube, es könnte wirklich gut sein, dass wir da 5 Minuten rumrennen werden, sagen, haha, Spaß, Spiel, hihi, und dann ist es langweilig. Deswegen, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich starte es mal nebenbei. Das Ding heißt einfach nur Anzeigen-Hauptmeister, das Game. Anzeigen-Meister-Simulator, so. Aber ich muss meine Cam noch ein bisschen umsetzen. Die ist noch wegen Fortnite, so. So, machen wir mal hier hin. Obwohl, nee, da ist ja gerade ein guter Mann zu sehen. Scheiße. Ja, wir machen es trotzdem hier hin. So, let's go. Wie, du bist nicht vegan. Es tut mir leid, Hamstertier. Wann spielst du Apo Red das Spiel? Ihr wüsstet, ihr hättet ja gerne, ne? Hättet ihr gerne. So, Achtung, die Musik. Musik ist schon sehr, die passt schon sehr. Was hat's gekostet? Ist free to play. Oh. Naja. Von wem ist das Game? Ich hab keine Ahnung. Come Games. Das lassen wir mal unkommentiert, diesen Namen. Trink gerade Cocktail in der Karibik. Ey, Glüssigs, lass dir schmecken. Deine Meinung zum Anzeigen, Hauptmeister? Ich feier ihn. Ich feier ihn. Er ist ein Ehrenmann. Prime Krapse. Gum? Achso, mit G. Achso, Gum. Achso, okay. Okay, also es ist mit G, nicht mit C. Okay? Selin hat recht. Moin, Topsen. Kaugummi, ja, gut. Wann kommt ein ehrliches Spiel? Gute Frage. Komm, wir gehen jetzt rein direkt. Okay, komm. Start. Okay. Wir sehen schon. Also, komm schon. Der hat ja nicht mal Pupillen. Das ist ja einfach nur so schwarze Augen. Oh mein Gott, Bruder. Wieso sieht das so dick aus? Da ist doch ein Reader viel so heftig dick, oder? Ey, oh. Abgelaufenes Booster kann nur 3-mal gesamt in Stream abgespielt werden. Echt? Hab ich mich da vertippt? Upsi. Die Arme, ja gut. Die Arme sind auch wirklich bodenlos, Junge. Nee, komm. Der ist unser legendäres Fahrrad, also, oder was? Polizvieh. Polizivieh. Das natürlich nicht. Man darf es nicht verwechseln, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Man darf es nicht verwechseln mit Polizei. Guck mal, diese Bäume an, Alter. Junge, der hat es doch in einer Nacht programmiert. Oder nicht? Hier auch? Hä, hat er das auch in Real Life? Hat er das in Real Life auch hier vorne? Nee, oder? Das ist doch fake. Jetzt hat er sich dazu gedacht, oder? Und wieso schwebt er in der Luft?
Stimmt er wirklich? Oh mein Gott, Alter. Der tut er nicht mal. Auch im Gras auch? Ja, der schwimmt immer ein bisschen. Ja, moin. Perfekt programmiert, meine Damen und Herren. Ist der Abgelaufene besser als Waluigi? Die Grafik ist nicht die beste. Ich weiß nicht, was du hast. So, wir gehen jetzt rauf. Ach so, wir sitzen so auf dem Fahrrad drauf. Ah, okay. Digga, die Augen machen mich so fertig. Guckt euch. Okay, Achtung. Wir sind jetzt hier auf dem Fahrrad unterwegs, leider ohne Spiegel-TV, die uns dabei aufnehmen. Und anscheinend, guck mal, das Auto sieht doch sehr falsch aus, wenn da dieser Pfeil drauf ist. Aber was genau ist daran falsch? Was ist daran falsch? Wieso ist das ein Falschparker? Darf man hier nicht parken oder was vor seiner Haustür? Der will nur noch ein paar Getränke abliefern oder so. Ach, du kannst jetzt irgendwie aus dem Fahrrad wieder aussteigen? Ah, okay. Perfekt, die Animation war... Also an Animationsbudget wurde ein bisschen gespart, glaube ich, an der Stelle. Kennst du das Schicki-Saxophon-Meme? Ja, kenne ich. Leider kein Spiegel-TV, aber OBS stimmt. Stimmt. Aber unter meiner Facecam steht, by the way, noch Rekord. Das wollte ich noch gesagt haben. Okay, Achtung. Da ist also der Truck von unserem Nachbarn. Hey. Mach dir einfach ein Booster-Pack auf. Hier ist der Truck von meinem Nachbarn. Das muss ich eh, um den Falschparker zu snitchen. Ich bin gestorben? Ich hab mit vielen gerechnet. Aber nicht, dass ich sterbe. Was? Ich bin einfach verhauen worden. Der hat mir einen Schlag gegeben, tot. Okay, jetzt check ich mal, wieso da auch unter mir hier eigentlich noch Rekord steht. Weil wir immer von diesen komischen Teufeln abhauen müssen. Achtung, oh. War das der oder was? Hat der sich gerade so aufgeregt? Einfach direkt eine Schelle kassiert. Junge, unfassbar, Junge. Kann ich den überfahren? Hallo, kann ich klingeln? Nee. Wieso sieht das aus wie so... Wieso, keine Ahnung. Kennt ihr diesen Sepp vom Minecraft-Team von Mojang? Wieso sieht das so aus? Junge, ich sehe so hässlich aus. Wieso sieht er ganz normal aus und ich sehe so aus? Also Leute, bitte. Ja, komm, wir zeigen sein Auto an, das reicht. Ich muss direkt abhauen. Okay, ich muss direkt abhauen. Pass auf, da ist er vorne. Jetzt kann ich raus. Weg. Kommt der nicht? Hä, wieso kommt niemand? Hä? Ich habe schon Angst, dass er gleich irgendwie vom hinten spawnt oder so, okay? Anscheinend gab es da niemanden, der sich aufgeregt hat diesmal. Alles klar. Rilana, alles klar, vielen Dank, gell? Und danke an den, der rein bei YouTube. Vielen Dank, Rilana. Wie geht's dir so? Mir geht's wunderbar. Ich kann dir die Falschparker anzeigen. Kann ich auch den LKW anzeigen? For sale. Würdet ihr so ein Haus kaufen? Statement? Ich höre gerade irgendwie so Nebengeräusche. Was ist denn das hier? Kann ich hier rein? Ah ja, krasser Laden hier, muss ich wirklich sagen. Heftig. Wurde da wieder sehr viel Budget reingesteckt in den Bob Hardware Laden, der wirklich keine einzige Hardware drin hat. Junge, dieses Game macht mich fertig, Alter. Wo ist das Ordnungsamt? Gute Frage. Tobias Götz, moin. Jetzt dann zeig mir mal das nächste Auto an, das zufälligerweise genauso aussieht wie das andere davor. Das für mich eigentlich auch nicht falsch parkt, aber in Ordnung, komm. So, jetzt kannst du weg, bevor der Teufel wiederkommt. Ah, der Teufel will mich kaputt hauen! Verpiss dich, Junge! Junge, wie kann man so rot sein? Prinz Markus von Anhalt, guck mal, wie der deine Box-Moves auspackt! Verpiss dich, Junge! Wieso ist er denn so schnell? Ich bin auf dem Fahrrad! Hallo, oh, was ist das für eine geile? Hallo, kann er mal abhauen jetzt? Wie lange muss ich denn abhauen? Junge, ich muss die ganze Stadt cruisen oder was, Junge? Hallo, da ist er nicht. Ach so, er geht einfach durch den Zaun durch. Ich check. Man kann einfach mal ganz kurz durch. Hallo, was macht er denn falsch? Ach so, ja, okay. Er ist ein bisschen auf dem Gehweg. Ja, okay. Aber wer so parkt, ist aber auch ein Trottel. Da muss er sich auch wirklich nicht wundern, dass der Anzeigenhauptmeister kommt. Bin ich ehrlich. Aber man kann doch noch die 2 Zentimeter nach vorne fahren. Verstehe ich nicht. Ja, nee, der ganz ehrlich, da muss er auch eine Anzeige kriegen. Bin ich ehrlich, komm. Falschparker wird angezeigt. Das Auto verschwindet einfach mal wieder. Grüße gehen raus. Okay, aber kein Montana Black, der sich aufregt. Okay. Oh, wir haben ja so einen Basketballkorb gehabt. Wieso hat der kein Netz?
War es zu schwer reinzuprogrammieren im Netz oder was? Oder ist da kein Netz? Das Spiel zerstört meinen Kopf. Wir haben schon 3 Anzeigen gesammelt, ohne zu sterben, Freunde. Ist extrem gut. Guck mal, es ist so ein Fred. Achso. Cool, dass man hier auch reinfahren kann, muss ich sagen. Kann ich auch durch den Zaun? Ey, wieso konnte der NPC durch den Zaun, aber nicht ich? Und wieso gibt es hier doppelt Musik? Ich verstehe es wirklich nicht, Alter. Eddie, ganz klar geht nicht. Das Auto ist bald kaputt. Was für ein Auto? Er hat sich fast eingeholt. Schrottrad. Also wegen des Rad kann man ja auch irgendwie speeden oder so? Nee. So, der nächste Lambo wird angezeigt. Montana Black in seinen besten Zeiten. Achso. Macht er gerade ein Selfie oder tut er das Auto fotografieren? Okay, da kommt wieder keiner. Okay, das ist jetzt das ganze Game, oder was? Ich fahre jetzt hier durch die Stadt rum und sammle die Anzeigen und versuche nicht kaputtgeschlagen zu werden. Aha. Die Musik läuft im Garten vor dem Haus. Ja, ich merk's. Ich merk's. Wette? Was für Wette? Wann ich sterbe, oder was, Junge? Aber ganz ehrlich, man kann hier nicht sterben, wenn man ein bisschen aufpasst. Guck mal, dann mach nicht mal ein Foto von dem Auto! Oh Gott. Nee, man kann hier gar nicht sterben. Wie soll man denn hier sterben? Kann ich auch den Erdmann nur anzeigen wegen Controllermisshandlung? Nein, es geht nicht. Die Pilze kannst du auf deine Pizza packen. Legende, Dosti. Erde, du bist wirklich wichtig. Ey, ganz ehrlich. Ohne mich wäre das hier ab... Oh, da ist er. Der wird gleich... ist genau der, wo es gleich sauer wird? Das wäre ein absolutes Chaos, wenn ich hier nicht da wäre. Achtung, wird der sauer? Oder ist es ein anderer? Nee. Nee. Hallo, ich habe hier gerade ein Auto einfach mal verschwinden lassen. Das Statement dazu... Achso, Statement ist, dass du einfach durch meinen Reifen durchfährst. Also, perfekt. Du kannst springen mit... Oh, was? Ich kann ja wirklich springen, Shadow. Du laberst ja nicht mal scheiße. Jawohl, der Springboss auf realistisch angelehnt. Geil. Ja, wann will ich... Guck mal, was ist denn da vorne eigentlich? Sag mal an, was ist denn da vorne? Was ist das für ein komisches Game? Gute Frage. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Da ist Armin, also... Agent Apple, moin moin. Und Apple. Agent Apple. Was ist das? Niklas Matthei. 4000 Anzeigen. Achso, der Typ heißt ja Niklas, ne? Ist das der oder was? Schlecht. Schlechte Karte gezogen. Krass. Krass heftig. Also er hat seine eigene Statue bekommen. Das finde ich echt sehr nett, muss ich sagen. Okay. Was gibt's hier noch zu entdecken? Oh, was ist das für einer? Das sieht ja aus, wie ob dort so gewisse Substanzen verkaufen würde. Hallo? Oh, nee, das ist der coolste Student. Ah, da ist Mark Forster! Das ist Ulti! Mark Forster! Hey, sogar der da rein und ich nicht! Oh, was passiert hier? Ich hab mein Fahrrad aufgehangen! Mark Forster, was geht? Der einfach Ulti hier im Game. Okay. Es gibt nichts, was mich hält! Oh, und was macht der jetzt hier? Das ist ein ganz normales Verhalten, Freunde. Man geht in sein Haus, dreht eine Runde und jetzt geht man wieder raus, oder was? Okay, und wieso hast du das jetzt gemacht? Okay, alles klar. Allein dafür schon Anzeige. Was ist denn mit meinem Rad passiert? Wieso hängt das hier einfach in der Luft? Junge, das ist ein schwebendes Rad. Wir sind bei Harry Potter. Ah, jetzt ist wieder runter, oder was? Ah, ja. Kann ich dir den Baum hoch? Was macht der da für Moves? Der ist so schlecht programmiert, der ist nicht zu fassen, Alter. Holy shit. Okay. Haben wir jetzt hier alles entdeckt schon oder kann man hier einfach durch die Wälder noch durch? Rip Fahrrad. Polizeichef, Sheriff regelt das. Ah ja. Ist nicht alle echte gewesen. Okay. Dance, Mano. Jemand muss ins Gefängnis. Ja, ich muss ins Gefängnis. Zu viele Leute. Ach du, Mark Forster, wird er jetzt sauer? Mark Forster, wird mal ein bisschen sauer. Oh, da regt sich gar keiner mehr auf. Wieso kommt der Teufel nicht mehr? Ist das so eine 1% Chance, dass der Teufel kommt oder was? Oh, oh, oh. Oh. Hallo, da, was ist denn dein Instagram? Was ist denn dein Instagram? Obwohl, nee. Junge, was ist denn das? Die sieht aus wie so ein Muskelpaket. Holy shit. Aber so Lego-Muskeln irgendwie. Okay, was ist das für einer jetzt hier? Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der hat mehr als 4 verschiedene Charaktere reinprogrammiert. Das ist ja ganz wild. Achtung, wie sieht er aus? Der Koch oder was, Junge? In Convenience Store hier oder was? Ah, ja, breiter als du. Ich glaube auch, Junge. Muss wahrscheinlich warten, ne? Nee, niemals. Achte, der tankt hier. Erstmal anzeigen. Oh, da ist ein Laden, der sogar was hat.
Oh, erstmal so ein geiles Lascheis, Junge. Oh mein Gott, hätte ich Bock. Oh, ein paar Bratwürste. Was ist denn hier? Pizza oder was? Okay. Lecker Schmecker. Ach so. Einfach mal kurz hier die Tür auflassen oder was? Auf ganz modern angelehnt. Oh, ein Ice Cream. Das soll Ice Cream sein. Das sieht aus wie. Was ist denn das, Junge? Das sieht aus wie so Verkehrsdinger irgendwie. Ach, kein Scheiß drauf. Komm raus hier. Bisschen tanken, das Fahrrad muss getankt werden. So, der LKW ist auch noch angezeigt, bin ich ehrlich. Moin Turtle, was geht? Domtendo, was ist das? Ich bin nicht Domtendo. Hier, Anzeige. Wir sind bei der 8. Anzeige, Freunde. Let's go. Kurz Angst bekommen, dass der jetzt anderer kommt. Taubsi, Junge. Imagine 1000 Kanalpunkte ausgeben, um den Taubsi zu kriegen. Ach, du heilige Scheiße. Hier, die Solarpanel. Ich will noch einmal so einen Teufel sehen. Es kann doch nicht so schwer sein. Komm, zack. Wo ist der Teufel? Ich warte jetzt. Ich warte am Tatort, aber nichts passiert. Der Schulbus! Man kann den Schulbus verpfeifen! Das geht jetzt zu weit. Digga, hä? Die Schulkinder werden jetzt angezeigt. Ich glaube es auch nicht. So, hallo. Ich will nicht aufsteigen, sondern anzeigen. So, ich will den Falschparker snitchen. Und zack, weg mit dem... Ah, nein! Da ist der Schulbus! Oh, der Schulbusfahrer ist das! Ach, kann ich umfahren? Ich kann ihn nicht umfahren. Kurzes Statement an der Stelle. Ich glaube, Real Talk, wir haben alles gesehen, oder? Haben wir alles gesehen in dieser Stadt jetzt schon? War das jetzt das Spiel? Hat das jetzt so 2 Minuten Spaß gemacht? Und jetzt kann man in Mario Kart, oder was? Was ist denn das? Alter, a new record. Kassiert, absolut. Der Teufel kommt nicht, er hat viel zu viel Respekt vor dir. Ja, anscheinend nicht so gut gealtert, die Aussage. Also wir fassen zusammen. Es gibt einen Laden, der Sachen hat. Dann gibt es 30.000 Läden, die einfach nur leer stehen. Es gibt 4 verschiedene Charaktere. Ein Muskelweib. Und das war's. Und ein Teufel. Woher hast du das Game? Einfach mal anzeigen, Hauptmeister, das Game, Download eingeben bei YouTube. Das ist kostenlos. Ja, Mano, mach den 4000 Anzeigen. Jo, wahrscheinlich. Ja, nee, das war's. Wir können auch den Müll wegbringen, wenn es geht, aber... Das war ein schönes Spiel, muss ich wirklich sagen. Das war ein schönes Spiel, das gibt von mir eindeutig eine 10 von 10. Imagine, ihr seid der Anzeige-Hauptmeister und müsst so ein Rotz-Game von euch spielen. Holy shit. Komm, ich mach es 1 gegen 1 gegen den Teufel. Ich will jetzt noch einmal 1 gegen 1 gegen den Teufel machen, ohne wegzurennen. Ich kann den klatschen, oder? Zeig den Müll an. Glaub nicht, dass wir jetzt 48 durchziehen, auf gar keinen Fall. Ich provoziere es jetzt noch einmal, den Teufel zu beschwören. Und dann gehen wir hier raus. Ganz normal mit dem Fahrrad zu springen, mache ich jeden Tag. Komm, gib mir noch mal den Teufel, wenn man ihn einmal braucht. Wo ist das nächste? So. Habe ich ihn gerade dich eben schon angezeigt? Und auf einmal tust du es direkt da wieder hinstellen. Ach, das ist wieder Ulti, dein Auto. Ja, kein Wunder, Junge. Aha. Du hörst nicht auf, was? Auf mich, dem Spiel. Oh ja. Halt einfach anzeigen, Hauptmeister. Ah, du hörst nicht auf mit dem Spiel. Ach so. Wo ist der Teufel? Ich will noch einmal 1 gegen 1 machen. Oh, was ist denn das hier für eine geile Strecke? Guck mal an hier. Hier geht's aber ab hier. Oh! Tauboga? Sehe ich das richtig? Ah, man kann 2 Sachen auf einmal... Oh, Achtung, jetzt kommt die Combo, Freunde. Oh mein Gott, die Combo. Einmal den hier. Zack, die spawnen lassen, das Auto. Und jetzt noch den nächsten direkt mit dazu, Junge. Wenn ich schon da bin. Das ist einfach Checkpot-Modus. Der Teufel lernt fliegen. Also... Oh... Hallo, ich habe gerade dein Auto verschwinden lassen. Kriege ich jetzt ein Instagram? Digga, wieso ist die 10-mal so groß wie ich? Was ist das denn? Ich sehe aus wie so ein Winzling neben der. Holy... Alter, das ist wirklich Bizeps, Mano. Holy shit, Alter. Der ist ja... Uff. Also ich schläge mich zusammen, wenn ich ihr Auto erwische, Junge. Deutschkenntnisse lassen grüßen, ne? Ja, ich habe es nicht ganz lesen können, okay? Pack den Teufel auf deine Pizza. Ach so, perfekt. Ah, das ist ja gar nicht das Auto, wo ich anzeigen muss. Da vorne. Ich bin endlich zurück, mein Handy war kaputt. Das war es komplett, jo. Wir kommen zurück. Die Haut ist kaputt, aber komplett. Aber auch in Real Life. So, jetzt kommt der Teufel jetzt. Teufel, Teufel, Teufel! Aber das ist immer ein Glücksspiel, Mann. Das ist ein krasseres Glücksspiel als mit den Booster Packs. Krasseres Glücksspiel als Glücksrad, Mano.
Der Modric-Hausmeister, zeig mal Unschuldige an. Geht leider nicht, glaube ich. Aber Erde, du bist auch klein. Ja, ich bin... Also 1,75 ist nicht klein, meine Damen und Herren. Oder 1,76. Ja, komm mal, ich will einmal diesen Teufel sehen. Junge, ich mache hier noch einen neuen Rekord, obwohl ich eigentlich nur erwischt werden will. Ach, wirklich, der Typ von Minecraft, Alter. Bei mir kam der Teufel immer. Aber irgendwie nicht. Du sagst, ich soll mir den Pro-Controller holen, aber ich habe mir den geholt wegen Ori und Mario Kart, wegen Erdmano. Alles klar, Digga. Gut, jetzt hier einmal. Komm jetzt, komm, Teufel, Teufel, Teufel. Oh, er kann ja auch springen. Okay. Ich habe die Anzeige Hauptmeister, will ich noch nie springen sehen, aber gut ist. Junge, dachte, du wärst größer und dann sehe ich dich auf der Gamescom. Hallo. Das sagen mir so viele Leute. 71 ganz normal. Krassere Glücksspiel als Wette, true. Digga, man, also ich mache jetzt gleich den neuen Rekord noch. Also das Game ist zu einfach. Habe ich gerade so viel Glück, aber so Glück im Unglück. Hallo, wo ist denn der nächste an da? Hier kommen jetzt Mike Way. Alles klar, Junge. Alter, Teufel kommt Jesus. Hallo, wo habe ich mein Rad hingelegt? Hä? Wo ist mein Rad hin? Ist mein Rad jetzt despawned? Ach so, das war im Auto drin. Ach so, perfekt nochmal. Danke, danke, dass es so krass programmiert ist. Sorry. So, jetzt kommt Teufel, 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 Teufel. Ja, wir haben einen neuen Rekord, Freunde. Also, es kann es doch nicht sein. Ich habe 10-mal Auto angezeigt und kein einziges Mal Teufel. Er ist in den Backrooms, ich glaube auch. Einfach ins Auto gepackt. Gleich kommt er. Nee, ich glaube nicht, Digga. Ich will noch einmal den sehen. Komm jetzt. Okay, ich hatte halt gar keine Reaktionszeit. Also was soll man da für ein Counterplay machen? Ich wollte zumindest auch so ein bisschen wegrennen, so für ein bisschen den Spaß, aber... 11 Anzeigen ist unser Rekord. Das war wirklich, das war eine schöne Runde Anzeigen, Hauptmeister Simulator, wo man absolut 2 Minuten Spaß haben kann und dann ist vorbei. Ja, wer es ausspielen will, ne, von Gum Games, nicht mit C, einfach eingeben, Anzeigen zum Hauptmeister Simulator, Download und dann kommt ja irgendwo ein YouTube-Video und dann, ja, ne. Dann gehen wir jetzt schon mal in Mario Kart rein, Junge. Ach du Scheiße, Junge. Wirklich, jetzt MK schreibe ich noch rein. Ja. Alter, dass es so schnell vorbei ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der Soundbar war schon legendär, ja. Safe Call, 100%. Wenn du kein Like da lässt, dann kommt der Anzeigen-Hauptmeister in deine Stadt. Bei mir war er schon gewesen, kann ich schon mal spoilern. Bei mir war er schon mal, aber ich hab ihn leider nicht gesehen. Junge, wenn ich ihn sehen würde, ich würde so heftig Selfie machen. Also ganz ehrlich, wer ist denn bekannter momentan? Wer hat denn noch mehr Hype als der Anzeigen-Hauptmeister momentan? Niemand, oder? Also ich glaube, der Anzeigen-Hauptmeister allein wegen seiner Verkleidung wird momentan häufiger erkannt als Monte, oder? Häufiger erkannt als... Oder muss doch sein, oder? Wir machen direkt erste Wette, Freunde, by the way. Werde ich Top 3 in Mario Kart? Ihr habt 2 Minuten zum Einreichen, wie Mike Tyson. Weil ich muss ja noch ein bisschen was umräumen jetzt hier. So, der umräumende Boss. Gehen wir schon in Mario Kart rein, würde ich sagen. Sogar in Amerika, der war doch nicht in Amerika. Also das könnte, also wir könnten mir vieles erzählen, aber dass der Anzeigenhauptmeister schon in Amerika jemanden angezeigt hat wegen Falschparkens, also das glaube ich nicht. Nee. Ist nicht sein Ziel, erstmal alle in Deutschland, irgendwie in jedem Bundesland jemanden anzuzeigen? Das ist doch irgendwie die einzig wahre, das ist der einzig wahre Anzeigenhauptmeister. Doch nicht irgendwie in Amerika, Junge. Der wird totgeboxt werden. Der wird totgeschossen werden in Amerika. Das kannst du vergessen. So. In Amerika holt er die Knarre raus. Aber ja. By the way, alle Leute mit Schwitzhang oder höher bekommen jetzt den Code gleich vorab. Moment. So. Habt ihr es gehört? Ich habe hier gerade die Switch in der Hand, meine Damen und Herren. Jetzt Mario Kart, Safe Call. Da kommt danach Öffnung. Was meinst du, Leo Messi? Was meinst du? Servus zusammen, hoffe, es hat alle gesund und munter. Also mir geht's bestens. Ich habe so ungefähr seit 3 Tagen so das Gefühl im Hals, dass ich irgendwie krank werde, aber es passiert irgendwie nichts. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Der Anzeigenhauptmeister war letztens in Heidelberg. Hab den dort gesehen. Jo. Hast du gerade geklingelt? Habt ihr eine Klingel gehört?
Habt ihr gerade die Klingel gehört? Aber ich bin jetzt eingebildet. Der Anzeigenhauptmeister klingelt bei mir, weil ich ihn gerade runtergeredet habe. Oh. Ist das ein 0 oder ein O? Es kann sein, dass die letzte Zahl keine 0 ist, sondern auch ein O. Für die Leute, die jetzt hier gleich reinschollen werden. Bei der Freundeslobby. Ich habe den Code reingemacht. Es kann sein, dass ich, wie gesagt, ne? Es kann gut sein. So. Armin? Oh, Armin, enttäusch mich doch nicht, Junge. Ist sie nicht schon dreimal gezogen worden heute? Was mit euch los? Habt ihr heute richtig Bock, die zu ziehen, oder was? Die Vorstufe vom Dragoran. So. Zack. Einmal den Bildschirm umsteckmanno machen, Freunde. Technikmanno auch ganz wichtig. Oh! Hallo! Oh, so. Nee, es geht jetzt wieder nicht. Okay, es geht sehr gut. Gut, ne? Ich warte auf euch, Freunde, in der Lobby. Wir sind schon ready. Wir sind schon ready zum Reinstarten. Deswegen, ne? Code kommt auch gleich für alle. Ist das eine 0 oder ein O? Es gibt gar kein O. Ah, okay, dann ist es eine 0 wahrscheinlich. Okay. Hm? Ganz klar. 99 Cent from Dragon Ball Legends Deutsch. Bis maximal 19 Uhr machen wir mal. Ne, machen wir maximal bis 18.50 Uhr, dann neues Turnier. Dragon Ball Legends Deutsch. Vielen Dank für deine 99 Cent. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Dankeschön, Dragon Ball Legends. Dankeschön. So. So, wir machen den Titel einmal ganz kurz ändern. Und zwar... Ich kann das alles nicht mehr. Gut, habe ich extra ein Thumbnail gemacht für 30 Minuten. Cool. Ey, ich danke nochmal an die Entwickler vom Anzeigenhauptmeister das Game. So. Und wählt Eli. Ist klar. 1,27 € vom Wald Eli. Wald Eli. Wählt Eli. Vielen Dank für 1,27 € ohne Kommentar. Vielen Dank. Dankeschön für den Support. So, sind wir ready oder was? Dankeschön, wählt Eli. Mario Kart jetzt, safe call. Jakob Meister. So, okay, ich warte noch ganz kurz, 5 Sekunden. Und dann können alle reinscheunen, Freunde. So nebenbei auch nochmal TikTok-Stream starten. TikTok muss auch noch gestartet werden, oder? Da bin ich wieder gespannt auf den TikTok-Chat. Der TikTok-Chat ist der beste Chat hier offensichtlicherweise. Oh nein, 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 nein. Ich muss ganz kurz was verschieben. So, gut. Gut, 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 gut. Sind wir ready? Da kommt der Code jetzt. Ihr seht rechts unten auch. 3, 2, 1. Let's go. 17HM0 oder O. Wie auch immer. Müsst ihr entscheiden. Anscheinend gibt es kein O. Von daher ist es eine 0 wahrscheinlich. Ja, hau ich auch nochmal hier ganz kurz rein. Zack. 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 Auch bei Twitch und bei YouTube. Was ab 20 Uhr? Mario Party. Mario Party Superstars. Kommt dann rein. Der Profi, Digga 2, moin. Let's go, ich bin auch gespannt. Jetzt kommt alle gerne rein, Freunde. Ich will auch einen Booster öffnen. Ja, lass mal auch ganz kurz mich das fixen, ne? Damit man die Booster auch öfter aufmachen kann als dreimal insgesamt. Das wollte ich nämlich nicht machen eigentlich. So, fix ich noch ganz kurz. Währenddessen können wir noch starten. Wir sind 12 Leute, oder? Ich glaube, wir sind 12 Leute. Abgelaufenes Booster wird bearbeitet. Einlösungen pro Stream. Ja, da habe ich reingechoked. So. Jetzt könnt ihr wieder abgelaufenes Booster öffnen. Viel Spaß, Freunde. Wenn sie es direkt aktualisiert, aber ich denke schon. 150 CCM, Furios, Venobelos. Und wir machen mal wieder... Ah, perfekt. Wir machen mal wieder 6 Runden in der ersten Lobby hier. Magst du Pommes-Burger? Pommes-Burger auf die 1, pack die Pommes in den Burger rein. Liken ihr Arschhaarflechter. Ah ja, Mario Kart 8 der Lachs. Dominos, moin. Manu kennt jeder weltweit, wahrscheinlich. Ja, ich hab dich, glaube ich, schon mal gesagt, den Fun Fact. Aber der Fun Fact ist, dass mich, glaube ich, jeder 8. Deutsche mal gesehen hat. Oder jeder 10. Deutsch, ungefähr so. Weil es gibt ja eine Statistik auf YouTube, wie viele einzelne Leute deine Videos schon geguckt haben. Und ich glaube, ich bin dabei 8 Millionen oder so. Oder ungefähr so, oder allein auf YouTube, ohne TikTok und so. Und das heißt ja, so ungefähr jeder 10. Deutsche oder so hat mich gesehen, so ungefähr, so war das. Das war ganz funny. Hi, Tammeflamme. Mein bester Kumpel hat ein Foto mit dem Anzeigenhauptmeister gemacht, als er dann am Freitag in meiner Heimat war. Ja, moin. Armin ist drin. Ach nee, oder? Rollo, moin. Was war das denn für ein Pokémon? Ich hab grad nicht drauf geachtet. Was war das?
Das müssen ja nicht nur Deutsche sein. Ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Auch. Ja, stimmt auch. True. Auch Österreich. Ja, okay. Stimmt, stimmt. Erste Runde. Marius Piste 3 kam direkt rein. Nach dem Anzeigen Hauptmeister Game sind wir wieder im richtigen Game drin. Nämlich in Mario Kart. Let's go. Aber hier werden auch noch ein paar Leute anzeigen. Mann, ach, wie geht... Oh, genauso wie King Giga. Es ist absolut verboten, gesetzlich die Banane in einen anderen reinzuhalten, meine Damen und Herren. Das darf man nicht machen, Kingel Giga. Das gibt eine Anzeige. So, er pump, pump, pump. Hallöchen. Komm so ein bisschen ran, eventuell. Mann, wieso sind denn alle so schnell? Komm schon. Ah, nein. Oh Gott, hat er Glück gehabt. In der Sekunde, wo ich keinen Stern mehr hatte. Mann, du mit deinen Drecksbananen. Es war schon wie Giga, Kingel Giga. Jetzt geht aber die Anzeige wirklich raus. Oh, weg da, weg da, weg da. Nein, hört er in die dritte Banane schon reingefahren. Was ist denn da los, Jungs? Ich will in keine Banane reinfahren. Nein, 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 nein. Denkt er wirklich, er kann mich abwerfen mit einer Feuerblume? Ach, gönn dir den einen Pilz. Wirklich mit den besten Grüßen, Alter. Oh, schön die Abkürzung noch nehmen. Fährt man, oh Junge, erstmal. Oh nein, 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 nein. Erstmal reiten, sagst du? Oh nein. Alina, ein bisschen wieder weg von mir. 4 steht für Lifestyle und 4 steht für eine verlorene Wette. Oh, was soll das? Ich brauche jetzt einen Blitzdodge. Nein, 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 nicht die Bombe. Fährt man und bist auch durchgereicht worden. Oh Gott, ich bin Elfter. Ich brauche jetzt eine Erdmano-Kombo oder einen Blitz. Komm schon. Oh ja Gott, auch gut, auch gut, auch gut. Blitz, wo ist er denn jetzt? Ich brauche einen Blitz, Jungs. Hau den rein. Oh nein, aber kann trotzdem reichen. Oh mein Gott, die Rakete, wie lange geht die denn? Und er war Zweiter. Was? Was? Und nochmal was? Ich bin Erster geworden. Marius Piste, beste Strecke aller Zeiten. Let's go. Ja, oh mein Gott. Vom 11. auf den 1., oder? Direkt einen Short draus machen, Kappa. Oh, let's go. So, Voraussage abschließen. Ihr habt wieder eine Minute Zeit. Let's go. Ah, oh, nice gewesen, oder? Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Vielen Dank für die Glückwünsche hier, B-Pol. Erfolgsmano, ja, guck mal an. Hier, wenn man einmal eine geile Map spielt, dann bin ich auch am Start. So, hallo, hallo, ich will einfach nur Käseland auswählen, danke. So, plus 1500, let's go. Der Anzeigenhauptmeister geht nicht ins Ausland, andere Gesetze. Ja, okay, stimmt, da kennt er sich nicht aus, ne? Erfolgsmano, jawohl. Ich war Dritter und dann wurde ich in der Abkürzung hops genommen. Ja. Direkt 2 Clips, jawohl. Unverdient, Mano. Was für unverdient, Diego. Hallo, das ist richtig verdient. Trotz meinen Bananen. Ich kam übers Late Game, weißt du. Hi, wie geht's? Was für einen Controller hast du? Leider noch den Pro-Controller. Kein Billig-Controller, leider. Marco schreibt hier und einen goldenen Pokal. Vielen Dank, den nehme ich gerne an. Das gibt eine Anzeige wegen illegalen Straßenrennen. Ach so. Ey, wer wählt denn Big Blue aus? Bei nur geilen Maps? Na, weiß ich nicht. Chill deine Base? Nö. Aber Heiz hat unverdient mit Mario Kart 7 gewonnen. Das sowieso, ja. So, Freunde. Nächste Runde. Big Blue. Let's go mit 3 Pilzen. Oh, nee. Nur mit einem grünen Panzer, der direkt natürlich hier weg ist vom Fenster, wie verstorbene Rentner. Ach, Armin Lasche, wo warst denn du eigentlich gewesen in der ersten Runde? Gar nicht gesehen. Er pump, 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 hat einen roten am Arsch. Muss mir aufpassen. Okay, der ist weg. Und das heißt... Ja, wir können ihn nicht abwerfen. Wie hat er mich gerade mit seiner Banane getroffen? Der Yoshi hat sich gerade gefreut. Der war hinter mir und hat sich gefreut. Hä? Das war gerade wieder der größte Bug Deutschlands gewesen. Mann, geht doch ins Doppel-Item rein, wenn ich schon nicht reingehe. Wie wär's denn? Kingel Giga hat auch wieder seine 3 Bananen. Oh nein, gut, 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 gut. Ruh drüber gesprungen. Achtung, jetzt kommt die nächste Abkürzung. Achtung, Abzocke. Beste Sendung. Oh ja, ja, ja. Dritter und zweiter. Wäre sogar. Nee, knapp. Pizza Toni. Ach, Armin Laschet hat 3 rote Panzer. Ja, was noch alles, Junge? Ich bin doch schon. Ach, Mann, ich bin doch schon auf der Verliererspur. Komm jetzt hier, geiles. Ja, komm jetzt unter Blitz, Freunde, wisst doch, die Passage kommt immer Blitz. Komm jetzt, Gabo wird weggebumst. Komm, wir holen mit in der. Wo ist der Blitz? Blitz, 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 Mann, es kommt kein Blitz in der Passage. Oh, die Rakete bumst mich weg, Mann. Kein Handling mehr gehabt wegen der Rakete. Kommt jetzt bitte nochmal etwa nur Kombo. Oh, 3 Bananen-Kombo. Ja, geil, Junge, die Kingel-Giga-Kombo. Nein, nur 5. Freunde, müssen es noch werden, Freunde, müssen noch Dritter werden, bitte. Ja, bitte nichts so blocken. Jawohl, Dritter ist in Ordnung.
Oh, fast noch Erster geworden, Armin Laschet, Junge. Zweiter! Let's go! Der Schwitzer von dem Herrn, ganz klar. Normal. Nicht leider gut, dass du den hast. Was meinst du, Tobias Kitz? Was meinst du? So, Top 3. Mal wieder haben die Belieber gewonnen. Lernt ihr langsam dazu, ihr Nicht-Belieber? Der Billy-Controller musste sich leider opfern. Ja, true. Peter Giesel, nachdem er eher die 15 Euro gespendet hat und mein Glücksrad abgelost hat. Achtung, Abzocke. Ja gut, das Glücksrad, ne, ist nicht für jedermann. Aber es ist eine eigene Kombo. Ja. Läuft bisher schon. Beschwerst du dich wegen Big Blue, bist aber Zweiter. Ja, Big Blue ist ja eigentlich sogar ganz in Ordnung, aber ich hätte halt lieber Käseland gehabt, ne. Ich sollte echt häufiger spielen, ich spiele auch nur im Livestream. Achtung! Oh, Nidoking. Welcher Mii bist du? Der mit der Krone natürlich. It's Luigi Time. Luigi Time, Kevin Nintendo. Selbst 10 gewonnene Mücken sind ein Erfolg. Immer. So. Big Blue ist geil, du bist immer am Ende hops genommen, ist dein bester Clip bis jetzt. Ach so, Fragende. Na, ich meine, am Ende holst du immer auf eigentlich, oder? Wie viel ist immer Luigi Flipper? Verbotene Frage. Oh. Nächste Runde, Cheeseland mit 3 Pilzen. Let's go. Nein, Armin Laschet haut direkt wieder seinen roten Panzer nach hinten, aber nicht mit mir. Den einen Pilz behalte ich jetzt erstmal. Ich hoffe einfach mal, ich bete zu Gott, dass kein roter Panzer kommt vom Armin Laschet. Bitte, 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 bitte. Ich will auch abkühlen. Mann, habt ihr es gesehen? Wieder er, er hat mich wieder angeblich getroffen mit seinem roten Panzer. Das war die größte Angeblichkeit, die ich jemals gesehen habe. Wer dachte, dann ist er... Nein, was ist denn das für ein Mega-Fail? Oh mein Gott, nicht mal die Items gekriegt. Was ist denn da passiert? Ich bin einfach weggeslidet auf einmal. Nein, hör auf. Junge, ich dachte gerade, der Blau mich auch noch trifft. Aber ist egal. Ist nicht so wichtig, Freunde. Wir kriegen jetzt einen Stern oder 3 Pilze. Ah, ja gut, habe ich gesagt. Und kürzen es wieder ab. Und dann sind wir irgendwann wieder Erster. So, oder zumindest Top 3. Benny, Alter. Benny Ballandor oder was, Junge. Komm, jetzt bitte nochmal Sky 3 Pilze. Erdmann, komm, Erdmann, komm. Nein! Keinen einzigen Pilz. Das ist eine Frechheit. So, weg mit dir, du Mii-User. Benny, du wirst verbrannt jetzt. Du wirst verbrannt, Benny. Ach, als ob der nichts abkriegt. Ein Pilz, es kommt schon. Danke. So. Wupp. Ah, leider nicht getroffen. Er hat Paul, was geht da? Ich bin genau hinter dir, mein Freund. Aber keine Panik auf der Titanic. Oh nein. Oh nein. Nein. Was passiert denn da? Benny, hör auf mit deinem Grün. Digga, hä? Habt ihr es gesehen? Ich wurde auf einmal komplett weggeboostet von dem Sand. Ich kann die Abkürzung nicht nehmen. Der ist einfach... Oh mein Gott, war das gerade Schlauchsteuerung? Was war da los? Nee, ich habe keine Schlauchsteuerung. Da wäre eine Antenne da. Komm, Rakete. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn jetzt noch der Blitz kommt, Freunde. Wenn jetzt tatsächlich noch der Blitz einschlägt. Komm schon, Blitz, Blitz, Blitz. Triff ihn damit. Noch ein Platz für die Wette. Noch ein Platz fährt man. Nein. Oh, dass auch kein Blitz kommt. Ach, 4 steht für eine verlorene Wette. Mann, Alter, wirklich. Pitendo, moin. Einfach 5. Morgen getting over it. Ey, jetzt schon kein Bock auf getting over it, ganz ehrlich. Jetzt schon kein Bock auf getting over it. So. Oh, der Titel. Ich kann das alles nicht mehr. So. Guter Titel, muss ich sagen. Ah, Booster Pack aufgemacht. David, moin. Und Brian, moin. Oh, Nocturne. Let's go. Was nehmen wir jetzt? Wir haben schon geile Maps gehabt. Machen wir mal Marius Metro, oder? Ich pass einfach auf, dass du nicht letzter wirst, ja? Perfekt. Dankeschön, Fanfictionäre. Moin, Jen. Weißt du jetzt, welches FNAF du spielst? Nee, machen wir immer noch spontan hier. Du stehst im absoluten Halteverbot. Ach so. Hast eine coole Friese. Vielen Dank. Ich wollte ja... Ich wollte ja eigentlich am Wochenende meine mir noch so blonde Strähnchen reinmachen, aber hast du das doch vertagt. Deswegen mache ich das vielleicht nächstes Wochenende mal gucken. Erstmal 2 Mücken wetten. Ja, immerhin. Boah, aber ich mache jetzt scheiß Gummibärchensaft, Alter. Hast du mich vermisst? Absolut, Colin. So, was ist dein Lieblingsanime? Hunter, natürlich.
Können wir darüber reden, dass es 99 Pokémon-Karten gibt? Ist halt so, ist halt so. Nächste Runde Sonnenuntergangs-Map, Freunde. Wir rasen in den Sonnenuntergang. Let's go, auf ganz romantisch angelehnt. Wupp, schöne Abkürzung. Kingel Giga, nein, 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 nein. Bitte, oh, ich krieg ausnahmsweise mal das Doppel-Item. Ja, und dann kriegt man zwei einzelne Pilze. Danke dafür. So, oh, direkt erster aber. Ich hab mich nicht beschwert. Der Bauarbeiter Scheigern mit seinem One-Piece-Hut oder was war das gerade? Der hat doch so einen Strohhut auf, oder? Oh Gott, hat der Erdpunkt, Punkt, Punkt jetzt was zu schmeißen? Muss ich schnell reagieren oder nicht? Oh, nee, nee. Du denkst auch wirklich, er trifft mich mit der... Mais! Er trifft mich mit dem grünen Panzer! Ja! Wahrscheinlich! Ey, wie kann man so ein Karma kassieren? Alter... Ja, hab ich doch getroffen. Kurzes Update. Meine Güte, ja, geil. Hat Manu Combo ganz gut hier gerade. Wir kämpfen uns wieder zurück, Freunde. Wir kämpfen uns zurück. Es wäre ja sonst keine Highlight-Runde geworden, wenn ich von Anfang bis Ende Erster gewesen wäre. So, jetzt nochmal Erdmano Combo. Zwei Pilze. Pizza Toni. Nein, Fanfic Schneera hat eine brennende Pflanze. Aufpassen, Freunde. Wir dürfen sie nicht überholen. Ach, schon wieder nur ein Pilz, Mann. Gönn mir mal was Gescheit. Ja, hey! Der zweite kriegt drei Pilze und ich krieg meinen einzelnen Pilz geklaut als dritter. Oh, drei grüne. So, Herr Paul. Nach die scheiß Bananenschale. Oh, Elfter. Komm schon. Ach, nur Schmutz, ja. Tot. Keine Top 3, das war es komplett gewesen, Junge. Oh, mein Gott, mein Gott. Schlimm. Schlimme Runde. Moin auf Twitch, Todett. Moin. Danke auch für den fitten Monat, Ermano, gell? Ah, Quappo? Ist es Quappo? Ich sehe es gerade nicht ganz. Ich glaube, es ist Quappo. Und danke an den, der reinliked bei YouTube, Freunde. Vielen Dank für die Likes auf YouTube. Die 200 Likes müssen geknackt werden, meine Damen und Herren. Dankeschön. So. Oh, yay, schreibt in deine rein. Naja. Machen wir mal aus Metro hier auf Ehre. Wie wär's denn? Absoluter Scam. Beim nächsten Mal wirst du es schaffen. 100% Florian. Bin wieder da bei Essen. Willkommen zurück, Losti. Es war einmal ein kleiner Ermano, der 15 Mücken auf einen Booster gespart hat. Doch als er einen Booster kaufen wollte, bemerkte er, dass der Booster abgelaufen war. Ende. Was ein schönes Gedicht. Ah, da kommt schon. Ja, Marius Metro wegen Armin Laschet sogar. Ehre. Man kann auch Glurak ziehen, ja? Glurak und Shiggy ist natürlich die besten Sachen, die man ziehen kann. Digga, ich schau auch mal wieder ganz kurz auf den TikTok-Chat. Da steht direkt wieder Ronaldo oder Messi. Messi natürlich. Messi. So, Booster wird aufgemacht. Sehr gut. Ich trinke leider heute einen Red Bull, aber ja gut. Ne? Ist für die Schule. Also, cooler Gaming-Stuhl. Dankeschön. Vielen Dank. So, man kann auch wieder zusammenziehen, ja? Nächste Runde, Marius Metro mit drei Metro-Pilzen. Jawohl, ey, ganz ehrlich, die Pilze waren selten so metrohaft mehr. Hallo, was macht der Link da? Der Link, du passt. Oh, oh. Oh, oh. Kein Handling mehr gehabt. Keine Chance. Hallo, wie lang ist denn der Scheißzug, Alter? Hey! Wer schmeißt mich da auf die Gleise? Was soll das? Oh, drei grüne Panzer. Ja, schön. Oh, Mann, ich kann das wirklich alles. Mann, ich kann das nicht mehr. Ja, komm, dann kommt doch noch Megaschild. Komm, drei Pilze. Ja, war klar gewesen, Freunde. Wie wär's noch mit einem geilen Item in der ersten Runde? Oh Gott. Ja, ganzen Bananen hier wieder. Sechster Platz ist nicht gut. Sandwich Craft hat drei rote. Der schmeißt gleich welche nach hinten. Der schmeißt gleich welche nach hinten. Ich weiß ganz genau. Was, da vorne? Da vorne? Was ist denn da los? Fehler in der Matrix. Oh, vier rote Panzer. Nein, hör auf. Kommt der? Nee. Oh, jawohl. Sehr schön. Oh, mein Gott. Kann man mal ganz kurz kotzen wegen abgelaufenen Booster. Oh, ja. Und da ist man Erster. Da ist man Erster mit zwei roten Panzern. Oh, mein Gott. Großes Comeback, Freunde. Okay, wir behalten die roten, ne? Und hoffen, dass er jetzt keinen Pilz hat. Arsch verbrannt. Mann. Ey, es ist so unrealistisch programmiert. Das ist einfach so ein Feuerball bei der Rote. Mann, nein, Mann! Lass mich doch ganz kurz was zum Blocken. Jo! Gerade Erster. Jo! Gerade Erster gewesen. Jo!
Hier, zieht einfach kurz nebenbei einen Booster! Oh mein Gott! Sprachlos! Da fehlt es mir die Worte! Was ist da denn passiert? Komm raus, lass ihn abkürzen! Oh nein! Ach, da ist so ne! Digga, ich dreh durch. Ich dreh komplett durch. Da kann man auch nicht mal lachen, Junge. Es war einfach nur peinlich gewesen. Alter, Junge, was ist denn hier los? Eine Runde müssen wir noch hier noch spielen, dann machen wir Leben, Lobby, Freunde. Mein Vater kam gerade rein und meinte, wieso ich so rumschreien würde. Ja gut, ne? Huch. Was ist jetzt noch eine gute Strecke? Machen wir noch Marius Piste, die normale. Die DLC meine ich. Hier, Marius Piste. VT, ja moin. Wette auflösen. Ja gut, Wette auflösen. 50-50. Na gut, hier könnt ihr nochmal abstimmen, Freunde. Ganz schnell abstimmen. Echt krass, Elina, du bist einfach krass. Ah, ist wieder Erster geworden, oder was? Was war das denn für ein Hopsname? Frag mich nicht. GTA oder Mario Kart? Mario Kart natürlich. Ah, Armin Lasch hat immerhin Geschmack mit der Map-Auswahl. Peach Schloss Kart ist auch in Ordnung. Es gibt eine richtig fette Anzeige, mein Freund Leo Messi. Das war ein toller Clip. Hopsname des Jahres, die sogenannte. Ah ja, fragender, perfekter Clip. Zieh ich mir nachher noch rein. Oh Gott. Mind Reset, Freunde. Mind Reset, wir wurden gerade komplett durchgereicht, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Neue Runde, neues Glück. Aber wenn ich schon wieder die Namen sehe, bin ich schon wieder gebrochen. Megaschild, Armin Laschet. Ach, wirklich ganz, ganz schlimm. Er pumpt, pumpt, pumpt mit der Pizza-Toni, die auch gefühlt immer am Start ist. Komm jetzt, er pumpt, pumpt, pumpt. Gib mir Windschatten auf Ehre. Oh, ja, egal, trotzdem Erster. Aber wie lange noch ist die Frage? Ja, danke für eine 1-Euro-Donation. Die teile ich mir wirklich sehr gut ein. Komm mit. Oh, Armin, eine Bombe, eine Bombe, eine Bombe, eine Bombe, eine Bombe. Mit den eigenen Waffen geschlagen. Schmeckt. Ah, heute ist ein guter Tag. Ach, Armin rächt sich direkt. Oh, meine Güte, Junge. Oder war das wieder alleiner, Junge? Auf stehen bleiben. Ja, reicht's noch? Ja, der stehenbleibende Boss. Und einer ist runtergeflogen. Einer ist kurz baden gegangen, Alter. Er denkt kurz Schwimmbad. Oh mein Gott. Nein, natürlich konnte Gabo wieder abkürzen. Ne? Ach, Gabo Döner. Heute Dönerbox, Fragezeichen. Oh, jetzt nehmen wir die Münze ein. Bitte, 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 bitte. Noch das zweite Item. Danke. Und jetzt Erster werden. Ja, kriegt noch einen roten. Ja, sehr gut. Das heißt, ich habe einen roten. Ach, Mann. Ja, was machst du da für eine? Oh, die hat sich selbst abgeworfen. Zack. Aber leider kein Doppel-Item gekriegt. Was ziehst du da für eine Scheiße? Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab's nicht gesehen. Was ist das? Was war das für ein Pokémon? Ah, es kommt wieder Ulti. Ein paar Münzen werden eingesammelt. Einfach für den Zweck, weil ich hab da schon 10. Eine Runde noch überleben, meine Damen und Herren. Bitte. Ja, ich krieg nur eine Münze jetzt. Oh nein, oder? Oh nein, frei zum Abschuss. Ich meine, ich habe 5000 Bananen. Bringt nichts auf mich, was zu... Nein, 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 nein. Ich habe 10.000 Sachen zum Blocken. Bringt gar nichts, was auf mich zu werfen. Oh Gott sei Dank. Gib mir jetzt erst eine Bombe nochmal. Oh nein, nein. Schaut auf die Karte. Es kommt der fliegende Klappe, die zweite. Und diesmal kann ich nicht stehen bleiben. Oh oh. Reicht. Ja, denkst du wirklich, Megaschild? Mann, das kann's nicht sein! Hey, der ging einfach am zweiten vorbei! Was war das für ein Mega-Betrug? Das war die rote vom dritten! Oh, jetzt krieg ich noch eine ab, Alter! Nein, gerade noch geblockt! Aber es bringt nichts, außer wenn ich das krass snipe! Nein. Weh, du schmeißt deine Scheiße noch nach hinten! Ich sag's dir, wie es ist! Na, oh, er schmeißt deine Scheiße nach hinten! Oh, nein! Was soll das? Mann, er hat noch einen roten und noch meine Güte. Ey, unnötig. Unnötig. Ah ja, Conny, wunderschönes Gedicht. Ich calle Fliegen. Naja, natürlich war es Fliegen. Ne? Sollen wir essen, Ruf? Viel Spaß, Fanfiction-Ära. Wir gehen jetzt in Erdmänner-Community. Der Code ist bekannt. Falls der Code nicht bekannt ist, werde ich ihn nochmal reinschreiben, Freunde, wie Mike Tyson. Das heißt, jetzt alle auf Turnier gehen. Turnier-Code beitreten. Guck mal an, ich zeig's euch sogar. Hier ist schon mal der Code. Oi! Oh yeah. Ui!
Darf ich vorstellen? Mein Onkel, Lionheart. Er hat vielleicht ausgeplaudert, dass es beim Glücksrad bei einem Game mitmachen gibt. Nachdenkliches Gesicht. Ihr müsst mit Code suchen und dann den Code eingeben, den ich euch reingeschickt habe. Aber ich werde noch nicht direkt reinschauen. Ihr müsst hoffen, damit ihr das richtige Timing habt, ne? Erstmal Glücksrad für Benny. Benny, vielen Dank für die 15 Euro Bell in der Beschreibung. Wo ich meine Gebühren zahlen muss. Vielen Dank, Benny. Ja, die Nachricht habt ihr gerade gehört. Es gibt ein sogenanntes Glücksrad, wo man durchaus gewinnen könnte, dass man ein Game mitmachen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ gering an der Stelle. Trotzdem, Benny, ich hoffe, du wirst gewinnen. Ein Game mitmachen, komm schon. Ein Game mitmachen. Oh mein Gott, nein. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Es kommt einfach nicht. Ja, komm, es war so knapp gewesen. Wir gönnen ihm. Komm, wir gönnen ihn. Wir gönnen ihm. Wir gönnen ihm, okay? Okay, Benny, du hast einmal mitmachen gewonnen. Es war so knapp gewesen und er wollte unbedingt. Komm, da drück mir mal ein Auge zu, oder? Komm, da drück mir mal ein Auge zu, Benny. Da kannst du mitmachen. Da kannst du um 20 Uhr mitmachen. Es war sehr knapp gewesen. Es ist ja sowieso eine Niete. Also, das heißt eine Niete, aber es ist ja jetzt nicht so heftig jetzt irgendwie. Es ist ja jetzt keine Autogrammkarte oder Spendenanimation, sondern einmal mitmachen. Komm, da gönnen wir Benny mal. Benny, du kannst einmal mitmachen. 20 Uhr, schreib bei Twitch was rein. Oder schreib Lionheart. Also, Lionheart kann was reinschreiben oder du bei Twitch. Da musst du ja wissen, wie du heißt auf Twitch. Und dann schicke ich dir den Code, okay? Machen wir so. Wir gönnen ihm, wir gönnen ihm. Vielen Dank, Benny, für die 15 Euro. Ich schreibe es mir direkt auf, bevor ich es vergesse. So, mitspielen. Charlie, willst du oder mitspielen? Oder? Nee, du hast ja gar kein Mario Party, ne? Weil Charlie hat theoretisch auch noch mal einmal übrig. So. Es ist eigentlich immer dasselbe für die Code bei den Lobbys. Ja, hier schon, ja. Patrick Meckenbeck, moin. Luna hat Wow gemacht. Nee, oder? Habe ich was gehört? Nee. Gönner, auf jeden Fall Wette. Habe ich auch keine Wette aufgelöst? Habe ich hier gerade keine Wette aufgelöst? Oh. Ah, das ist ja richtig bitter gewesen für die Wette, weil ich gerade so knapp noch Fünfter wurde. Moin Bernd und moin an Karin Bell. Seit wann gibt es dieses Rad? Schon einen Monat, ein, zwei Monate. Bei jeder 15 Euro Donation mit Link in der Beschreibung kann man einmal am Rad spinnen mit heftigen Gewinnen, wer es noch nicht weiß. So, mein Name ist jetzt Apfelrot, bei mir ist immer noch Pink Ori. Moin Noah, moin Bernd, moin. 3 Monate King Mano, Patrick Weckenbeck, bist du oder was? Oha, Junge, kann man mal ganz kurz einen Booster aufmachen. Ganz klar. Digga, da kommt alles raus hier oder was? Junge, was ist denn jetzt hier im Chat los? Da bin ich ganz kurz alle Kanalbelohnungen durchgegangen. Apfelrot heißt der. Ich frag mich, wer das ist, Ori. Ja, moin. David Vor, moin. So, und als ich zu der Zeit nicht da war, kein Problem, Colin, wir kommen zurück. It's Luigi time. Ich versuche heute auch wieder in Mario Party mitzumachen. Hab gestern gegen meine Schwester gespielt und sie war gebrochen wie ein Erdi-Rochen. Achso. So, Freunde, wir sind in Erdmanno Community reingegangen mit Los Angeles. Kaum sind wir in keiner Freundeslobby mehr, kommen direkt Mario Kart Tourstrecken. Also, wer hat's gedacht? Er heißt Michael Jackson Legend. Ist das Domtendo oder was? Domtendo ist der doch größte Michael Jackson Fan. Junge, was wird denn da alles noch geöffnet hier? Ganz kurz ein Booster Pack. Kurz gedacht, es war ein Hit gewesen, weil ich irgendwas gehört habe, aber nein. So, Giganto, wirklich Giganto, was geht mit deiner komischen Sonnenbrille, Junge? Hat er was zum Blocken? Ja, er hat einen roten, ne? Bitte nicht den grünen kassieren, bitte nicht! Mann, immer wenn man sieht. Jo, wahrscheinlich kannst du mich auch noch hops nehmen, oder? Dachtest du? So, Achtung, er hat meine Güte! Ey, Mann! 12. Danke für deine guten Taten. Ach, Junge.
Es ist mal wieder die Hobbsnahme eingeleitet worden, obwohl ich fast Erster war. Naja, so ist Mario Kart, ne? Ja, kann man wohl nichts machen, Freunde. So, jetzt nochmal Stern-Mano. Nein, ach Mann, der eine Geist, Junge. Ach, der heilige Geist, sprich wörtlich. Hol mal ganz kurz einen roten raus. Komm, jetzt gib mir den einen, gib mir das Top-Item. Ich schwör's dir auf alles, gib mir das Top-Item. Ich wollte schon sagen, Hermano-Kombo, Diego Maradona hinter mir. So, Alter, Yoshi winkt mir gerade ganz kurz zu, als ob er nicht wüsste, dass er ein Bananenschäler ist. So, schön. Nein. Ja, noch mehr genommen. Ein Stern, noch ein. Ja, wo geh ich denn da lang? Ach, die komischen Röhren haben mein Röhrengehirn verwirrt. Oh, ja, über den Hammer. Ah, sehr schön. Sechster. Gib mir das. Ach, Mann, gib mir doch das Item. Gönn doch mal. Er spielt schwarzer Scheigei. Hör auf. Mann, die scheiß Banane. Ich hab sie zu spät entdeckt. Oh, Juli vom Domtendo aufgegessenes, sehr schön. Apfelrot. Nein. Siebter Platz, Freunde. Da ist ja schon das Ziel, oder? Oh, mein Gott. Da gab es ja gar keine Spannung mehr am Ende. Oh. Los Angeles, Junge, Alter. Was, Colin ist ja ein Faker von mir, oder was? Colin? Hieß da jemand Colin? Ich hab's nicht gesehen. Wie lange bleibt er live? Immer bis 21 Uhr, Freunde. Immer 18 bis 21 Uhr. Sehr, sehr oft. Montag, Dienstag und donnerstags. So, neue Wette. Ja, lange. Ja, gerade habt ihr ein bisschen Glück hier, die Nicht-Belieber, muss ich sagen. Aber mal gucken, wie lange noch, ne? Okay, nicht mal 5 Sekunden und dann das. Normal hier, Black Bunny. Normal. So, wir gehen zufällig, oder? Was für ein Betrug am Anfang. Bist du eigentlich Domtendo-Fan? Domtendo ist er, Mann, ja? Ich habe eine Idee, ich werde Autor und schreibe eine Reihe über den kleinen Erdmanno. Wieso nicht über den großen Erdmanno? In welchem Land möchtest du unbedingt mal Urlaub machen? Ich möchte nach Südkorea, Pingu. Ich war letztes Jahr in Japan, ich werde dieses Jahr auch wieder nach Japan gehen, aber abgesehen vom Japan würde ich sehr gerne mal nach Südkorea und Vietnam wäre auch mal ganz interessant. Heutiger Mückenstand, minus 28. Ah, tot. Magst du BTS? Ja klar, wir haben coole Lieder, ja. Aber New Jeans ist die beste K-Pop-Gruppe, finde ich. Aber Urban HD packt international aus. Ja, leider. Leider interessieren mich eher nur so die asiatischen Länder und nicht sowas wie Frankreich oder England oder so, weil das wäre entspannter hinzufliegen. Leider ist es so. Nächste Runde, Bowsers Festung, wieder mit Michael Jackson, der Legende. Und immer noch Apfelrot, Junge. Wieso unbedingt Apfelrot? Wieso nicht einfach rohes Fleischrot? Wie wär's denn damit? Hallo? Wie mögt ihr euer Fleisch? Medium, Rare oder Light? Oder wie heißt denn das auf wenig? Also ich mag mein Fleisch auf jeden Fall so, beziehungsweise mein Steak so. Ganz, ganz wenig nur. Nicht, dass da noch rot innen drin ist, das muss es nicht unbedingt sein. Aber Medium wäre schon ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Immer so schön leicht, damit es noch so saftig ist, wisst ihr? Und nicht so, keine Ahnung, nicht so hart Medium und dann ist da so alles voll roh, nicht roh, sondern alles so fest und so. Das mag ich nicht, Freunde. So, Tim Walter, nein, grüne. Na, wir haben noch eine Ladung offen, Freunde, vom Bumba. Es ist immer so klar. Es ist ja, und das, ja, komm hier, komm, bitteschön, ganz ehrlich, das hast du davon, mit deinem scheiß Feuerblumen, Alter. Ja, und noch scheiße gefahren, die Mücke, hier einmal Yoshi mal ganz kurz noch abhängen, nein, diese scheiß Bowlingkugel, Mann, ach, ein Pilz, der dann abträgt, der immer für dich steht. Ach, den schenke ich dir heute Nacht, die Scheißbombe, Alter. Apfelrot hat einen fliegenden, also hat quasi nichts gehabt, sehr schön. So, bitte. Ach, ich krieg nur ein Item, Junge. Ach, ein Stern, Mann. Du meinst, es kommt der Blitz auf Ehre? So, der Yoshi geht gerade in die Items rein, der 12. Komm, er kann doch mal einen Blitz ziehen jetzt hier. Gönnt ihm den Blitz. Ach, nein. Es kommt der Blitz wahrscheinlich erst danach. Oh, Giganto mit seiner scheiß Sonnenbrille mal wieder. Nein, gib mir das am Blocken, Mann. Immer krieg ich die roten ab. Es ist immer dasselbe. Apfelmann, ist schon wieder in den roten. Die zwei Schweizer sind nichts außer Reich. Ey, 12. Platz. Ey, Michael Jackson, du Drecksau. Geh wieder zurück in dein Grab. Ey, das kann's nicht sein. Er klaut mir mein Doppel-Item als 12. Ich hätte eventuell einen Kugel-Mini bekommen. Oh ja, eine wollen wir schon überfahren als 11. Was? Hey! Hey, fahr mal ganz normal, Ricky Gamer! Oh, ich krieg wieder nur ein Item. Kugelbidi. Boah, ist das eine Scheißrunde gewesen.
Elfter. Jetzt sind wir noch Zwölfter. Boah, Alter, wirklich, das Ergebnis steht fest, Alter. Oh mein Gott. Kein Politik-Talk hier im Chat. Medium, sagen viele Leute. Medium, Medium. Ja, Medium kann ich noch leben. Das ist doch in Ordnung. Taub sie schon wieder, Junge. Ich habe so das Gefühl, dass diese ganzen schlechten Picks irgendwie öfter kommen. Kann das sein? Martin, vielen Dank für 8 Monate Ehrenmanno. Vielen Dank, Martin, für den Support. Einfach schon 8 Monate. Auch gestört. 8 Monate ist auch wieder so lange, Junge. Martin, vielen Dank für 8 Monate. Es geht auf die 12 zu. Vielen Dank, Martin. Magst du Matt oder Gehacktes? Matt ist cool, ja. Damals, als ich noch in der Ausbildung war, habe ich mir immer so... Bin ich immer zum Aldi gefahren, jede Pause. Habe mir so ein Brötchen geholt, 2 Brötchen. Habe mir so eine Matt-Verpackung geholt beim Aldi, wie gesagt. Da waren so 2 fette Dinger so, vielleicht kennt ihr die. Und ich habe mir alles auf diese 2 Brötchen draufgeschmiert. Ich hatte immer das fetteste Matt-Brötchen aller Zeiten. Das waren noch Zeiten. Indonesien ist auch sehr nice. Da will ich eigentlich nicht hin, Patrick. Kinderarbeit auf die 1. Ah ja. Pack das kleine Kind ins Thumbnail rein. Okay, Chance, alles klar. Kannst du mit dem Stäbchen essen, wäre eine Voraussetzung für Korea? Absolut nicht. Nee, ich war auch richtig los in Japan mit den Stäbchen. Aber es gibt irgendwie so einen Stäbchen-Hack, dass du da irgendwie was draufstecken kannst und dann wird es einfacher. Und das werde ich mir nächstes Mal kaufen. Nächste Runde, Daisys Piste mit Rotzgame. Ja, das passt ja ganz gut eigentlich hier zu Mario Kart. Wie wär's mal mit der Banane in der Schnauze innerhalb der ersten 2 Sekunden? Ich meinte, wie wär's mal mit einer Top-3-Platzierung mal wieder? Nachdem man 10 Jahre vergangen sind ohne Top-3-Platzierung, wäre wirklich sehr schön mal, wenn man hier Moral mal ein bisschen weiter nach oben gehen würde. Ey, nein, mal vor mir grüner Panzer, hinter mir der rote Panzer und keine Ahnung, links neben dran noch der Anzeigenhauptmeister, damit ich anzeigen will, weil ich zu schnell gefahren bin oder so. Ich weiß es doch auch nicht. So, Doppel-Item mit den Items zu doppeln. Jawohl. Tim, Alter, wirklich. Tim. Tim Spielenator, wer kennt ihn? Eins im Chat. Oh, nein. Bitte nicht. Mücke, Mann, ich war doch niemals da drin. Was ist denn das für eine Hitbox? Man kann ja nicht mal so ein bisschen knapp fahren oder so. Geht ja nicht. Weil wenn du irgendwie innerhalb von 2 Metern dran bist, kriegst du ihn trotzdem in die Fresse. So, Achtung, wieder ein Pilz bringt gar nichts. Theo Hernandez, geh mal zu Bayern. Und nicht in Mario Kart. Was denkt ihr? Alfonso Davies, geht er von Bayern oder nicht? Ich krieg nichts. Oh, das heißt mal wieder, ich werde 2 Plätze wahrscheinlich wieder verlieren, weil ich kein Item habe. Mann, er schmeißt den Roten nach hinten und ich verliere alles, was ich will. Ach man, ich verliere wirklich alles, für das ich jemals gearbeitet habe. 3 Pilze oder Stern. Ach je, was ganz anderes, Junge. Wirklich Diego Maradona, ich krieg auch noch die Feuerblume. Blitz. Ach nein, jetzt kommt der Blitz gleich, wenn ich meine Pilze einsetzen will oder so. Ich weiß auch nicht, Junge. Ach, 5. trotzdem. Ey, Top 3 ist noch drin, Freunde. Belieben. Top 3 ist mega viel drin. Das sind die ersten. Oh mein Gott, sind alle auf einen Fleck, Jungs. Und komm jetzt noch einmal. Erdmann und Kombo, bitte. Ja. Wo ist der Blitz, Freunde? Platz machen für den King. 4. Wo ist der 3. Nein. 4. steht für eine verlorene Twitch-Wette. Nein. Wieso haben die auch Pilze gehabt? Nur ich darf die haben. Das ist eine Parodie von Burger Pommes auf die 1. Ah ja. Schon wieder keine Wette gewonnen. Wir gehen neben Lobby, by the way. Wir gehen Lobby des Nebens, außer... Ne, es sind nur scheiß Maps da. Ne, ganz ehrlich, in der Runde habe ich kein einziges Mal Top 3 geschafft, Alter. Ulti aufwachen, Pratschenmeister, ganz ehrlich. Wie gesagt, Noah, wie oft willst du noch sagen, dass du da bist? Ich hab's langsam verstanden, Noah. Pokémon Paul, moin. 4 steht für Lifestyle, auch. Marc Diggi, moin. Ich bin 11 und ein großer Fan. Moin, Florian. Was ist das 1 Million Abo Special? Die werde ich ganz sicher nicht erreichen, mein Freund. Rohes Fleisch, rot. Okay. Starmir? Ja,
Immerhin besser als taub, sie musst du so sehen, Ori. Banane wer? Moin, immer diesen Namen. Wach auf, muss er wirklich mal machen. Dann wieder Götzingen over it. War das nicht morgen? Früher 4 steht für Lifestyle, heute ausraste, weil nicht Top 3 für die Wette. Oder 4 steht für die verlorene Wette. Ja, tja, ne? Bin zufrieden, Ori. Let's go. Omega BS, moin. Willst du auch gerne mal nach Singapur reisen? Ist jetzt nicht so krass in meinen Zielen drin, aber wir googeln einfach mal. Singapur, wie sieht denn das aus, so gescheit? Kennt man natürlich, aber... Macht doch kein abgelaufenes Booster auf. So, hier, Singapur. Ich meine, ich sehe den TikTok-Chat gerade, aber egal. Ja. Sieht fresh aus, muss ich sagen. Sieht fresh aus. Vielleicht mal irgendwann, wenn ich zu viel Geld habe. Wer weiß. Also nie. Mal gucken. Ich habe jetzt einen anderen Namen und zwar Popelguy. Okay. Alles klar. In Ordnung. Kann der Stream bitte länger laufen? Der läuft ja noch 2 Stunden. Was ist dein Problem, Florian? 2 Stunden harte Arbeit hier noch vor mir. Da ist einmal ganz... Was? Einmal ganz klar was? Ich sehe es nicht wegen dem Herz. Kann man irgendwie was reinschreiben? So, danke. Ganz klar. Was für ganz klar. Du sagst Nebenlobby und im Moment sehe ich jemanden in der Lobby, der Nebenlobby heißt. Perfekt. Man kann nie zu viel Geld haben. Das ist, nein, das ist nicht true. Nein. Wenn du irgendwann mal 50 Millionen hast, dann ist es ja auch egal, ob du 50 Millionen hast oder 51 Millionen oder nicht. Ich habe gehört, dass Deutschland ganz gut ist. Meinst du EM oder was? EM, ja. Ah, cheap Strand. Gott sei Dank, keine Regenbogenstrecke. Mach, was du willst, Ori. Rohes Fleisch, rot. Okay. Harte Arbeit, das ist eine ganz, ganz harte Arbeitslinie. Mario Kart durchhalten mental. Einer heißt Ancelotti. Ah ja. Ich habe eigentlich echt gedacht, dass Ancelotti nach Brasilien geht, ne? Aber irgendwie ja doch nicht. Eine Rosalena Peach, moin. Kannst du Backflip? Das sind die wichtigen Fragen im TikTok-Chat. Nächste Runde. Raw Meat Red ist drin. Ach, Carlo Ancelotti. Geh mal Brasilien trainieren. Never forget, wie er gesagt hat. Oder wie alle gedacht haben, er geht jetzt Brasilien trainieren. Auf einmal macht er trotzdem weiter im Real Madrid, Jungs. Kurzes, wirklich. Ach, Mann. Ah, kurzer Plot-Twist. Meine Grüne. Ich kann nicht mehr reden heute. Versteht ihr das eigentlich? Weil Armin Laschet drin ist. Hast du schon wieder gesehen? Da ist er direkt vor mir wieder mit seinem Drecksmimar. Die Krabbe der Verdammnis. Hey, ich fress gleich Krabbenchips, wenn es so weitergeht. Hauptsache, die scheiß Krabben sterben aus. Oh, Ancelotti, du alter Sackmann. Du bist auch gefühlt schon 80 Jahre alt. Ah, 9. Platz, nicht gut. Ja, krieg ich wieder 3 Pilze oder 1 Stern? Oh, was krieg ich wohl? Oh, 3 Pilze, wer hat's gedacht? Kann ich schon mit was anfangen, ist die Frage. Nein. Oh, gut, die Bombe ausgewichen. Kapitän Kevin. Alter, ist auch noch so stolz auf seinen Namen, dass ich direkt als Kapitän nennen muss, oder was? Ja, viel Spaß mit dem Pilz, Bruder. Beste Grüße. Soll ich denn noch ein Autogramm draufschreiben? Oh, nein. Gib mir bitte ein bisschen. Nein, geht bitte. Oh, ich krieg einmal das Doppel-Item. Heftig. So, der eine Knochenbowser wird abgeworfen, oder wer auch immer das war. Schöne Abkürzung genommen. 2. Platz. Oh, wäre das schön. Oh, wäre das schön, wenn eine blaue kommt. Wer hat eine Trompete? Er hat eine Trompete gehabt, Mann, der ehrenlose Armin. Woher hast du den hergezaubert? Oh mein Gott. Ja, aufpassen, die Banane war klar gewesen. Oh, ich habe auch nur 3 Bananen und so gewinnt es Armin Laschet, weil ich 3 Bananen bekomme. Okay, abwarten, Freunde. Abwarten. Snipers muss kommen. Hä, wo ist er hin? Armin, wo bist denn du lang gelaufen? Was war denn da los? Oh, oh, wir haben die 3 Bananen als Erster. Das muss es sein eigentlich. Armin macht einen Fahrfehler. Was zum Teufel, Armin? Was ist passiert? Controller ausgegangen oder was? Oh mein Gott. Wir haben gegen Frankreich gewonnen. Yes. Jetzt ist on fire. Durchaus. Das Tor war so geisteskrank, oder? Das Tor vom Jetzt war wirklich geisteskrank. Wie ein Kleiderschrank. 7 Sekunden. CR7. Verbranntes Fleisch auf die 1. Achso. Nächstes Spendenziel. Ermano muss Spanisch reden. Na, bitte nicht, Junge. Ich bleibe immer noch dabei, dass Deutschland im Viertelfinale gegen die Schweiz 1-2 verliert. Ist das überhaupt vom Turnierbau möglich?
Gebrochen wie eine Krabbe. Ach, bitte schützt die Lobby nicht zusammen. Ey, die Lobby war doch ganz gut gewesen. Lasst mich in der Lobby drin, bitte. Wann getting over it? Ich glaube, morgen war das. Angelotti kommt vielleicht ins Gefängnis wegen Steuerhinterziehung. Junge, jeder Fußballer hat Steuern hinterzogen gefühlt, oder? Selbst Messi und Ronaldo wurden dafür verklagt. Die mussten zwar nicht ins Gefängnis, aber die haben eine Geldstrafe zahlen müssen. Ich wünsche mir das Schwitzerhandtuch. Ja gut, weil du es bist, Noah, komm. Schade um die Lobby. Die Lobby war eigentlich ganz gut. Hallo, jetzt bin ich rausgeflogen. Was soll das? Hä? Was ist denn da jetzt gerade passiert? So, in meiner Community. Hast du eine OLED-Nintendo? Leider nicht, ne? Warum machen die das alle mit den Steuerhinterziehungen? Ey, keine Ahnung. Ich kann mir nur so vorstellen, dass irgendwelche dubiosen Leute auf alle Fußballer zukommen und sagen, hier, mit diesen Tricks musst du weniger Steuern zahlen. Und da sagt wohl keiner nein, weil die alle denken, das ist legal oder so. Und dann fliegt es auf und auf einmal ist es nicht legal. Aber irgendwie so kann ich mir halt vorstellen. Sehr schlechte Verbindung. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, genau. Die Bananen, die stinken im Spiel. Sascha, danke für den Kommentar. Aha. Alle haben Steuern hinterzogen. Na, alle jetzt nicht, ne, aber viele schon. Digga, links oben, das sagen wir mal gar nichts zu dem Namen. Oder vergessen einfach. Ich glaube nicht, dass man... Oh Gott, ja, erste Runde. Der eine heißt eh ganz sass hier. Muss ich eh raus. Muss ich eh raus, wer so heißt. Ich glaube nicht, dass man Steuern vergessen kann zu zahlen. Ist klar. Man hat schon eine sehr lange Zeit, seine Steuern zu zahlen. So ist es nicht. Geld, Mano. Apropos lange Zeit. Ich warte auch schon seit 4 Monaten darauf, dass mein Steuerberater endlich meine Steuern macht. Also wirklich, ich glaube, ich bin da auf dem Abzocker gelandet. Kann das sein? Fliege die ganze Zeit raus. Da liegt es aber nicht an mir. Das ist die Aktien, Mano. Ja, ich habe ein neues Aktienkonto erstellt letztens. Digga, der Name, wir sagen nichts. Die beste Kombi ist jetzt Baby Rosalina auf Wicklerkart mit kleinen Reifen und Papiergleiter. Da kannst du sie ja spielen, Schocks, oder? Habt ihr gerade gefolgt? Dankeschön, Bess. Man kann ja seine Rückzahlung vergessen, ne? Ich weiß. Gogeta, der große Dragon Ball Fan, oder was? Wieso heißt der Andy? Omega Popel, da ist er wirklich drin. Apo Red, und Dönermann, das ist eine ganz schlimme Runde. Ah, zwar die erste Runde vom 3, aber da warten wir halt ganz kurz. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder 10 Jahre lang irgendwie wieder raus und rein zu gehen. Hörst du Podcast oder irgendwas anderes, wenn schon nicht Musik? Nö. Ich höre keine Musik, ich höre keinen Podcast. Also selten halt, ne? Was heißt keine? Was ist selten Musik, selten Podcast? Ja. Worauf investierst du? Also schon mal nicht wie Nintendo auf Nintendo-Aktien. Der Name ist nicht legal, aber egal, okay. Ich habe mir mit dem Messer am Wochenende voll in die Hand gestochen. Das ist nicht so gut, Conny. Was für ein trostloses Leben. Na, ich will mir zugucken müssen. Raus und reingehen. Aha, Sass. Ah, Fuego, also wirklich. Jetzt fängst du damit auch noch an. Was macht denn der Dönermann? Was macht Dönermann da? Ey! Ach, Junge, er weiß auch ganz genau, dass wir ihn gerade zuschauen und es feiert er sich. 100%. Ah, du fliegst aber so raus, mein Freund. Du fliegst raus. Dönermann, du fliegst raus, wenn du dich nicht bewegst. Junge, Alter, dieser Typ, man macht mich fertig, Alter, wirklich. Du hockst ja eh den ganzen Tag vor dem PC, musst die ganze Zeit gehasselt werden. Ja, ich mach schon viel, aber ich mache es auch nicht unendlich viel. Ach, Digga, Verbindung unterbrochen. Was soll das denn? Muss man den Switch irgendwie umstellen? Mann, ich habe so lange gewartet, dass ich mit auf Dönermann spielen kann. Auch ich bin so gebrochen. Lass mich bitte endlich mitspielen, Junge. Darf ich einmal beim Glücksrad gewinnen? Einmal mitspielen. Ach, nein, ich will kein neues Turnier stellen. Komm jetzt. Oh, bitte in der Lobby kommen. Bring mal einen Song raus. Was für einen Song soll ich rausbringen? Der Mückensong oder was? Der Döner-Song. Max Crafting, moin. Ich gehe nie wieder in den Nebenlobby, Alter, wenn das so weitergeht. Sagst du auch Rocket League? Ja, spiele ich auch manchmal. Lollipop, moin. Alles wegen Dönermann. Ach, jetzt wieder Schaubein warten zu. Ich kann das alles nicht mehr. Jetzt kommt gleich wieder erste Runde von 50. Oh, bitte, bitte, bitte. Ach, wenn die Lobby eigentlich auch ganz gut gewesen. Adri und ich kann's. Max und Papa der T. Papa der T. Bitte sag in der dritten Runde. Bitte. Bitte. Zumindest zweite Runde. Kompromiss. Kompromiss. Zweite Runde. Fliege ich schon wieder raus oder was? Ne? Ah, dritte Runde. Sehr schön. Pokémon oder Yu-Gi-Oh? Schon mehr Yu-Gi-Oh! Damals gespielt, muss ich sagen. Ratzfratz, ah ja. MKZ ging, moin.
In 2 Wochen kommt mein Freund aus Frankreich zu mir. Let's go. Dönemann einfach Verbindung gebrochen. Ich glaube auch. Endlich darf ich spielen. Danke, ey. Huh. Was haben alle mit den Namen? War doch einfach nur ein deutscher Kanzler. Ach so, also. Ey, wenn das Cooper Cap drankommt, ey Jungs, bitte nicht. Macht Zufall, Varus, Golpi, von mir aus Schokos, aber bitte keine Cooper Cap, bitte nicht. Ach, der eine macht direkt wieder Cooper Cap, Alter. Ach, Dönermann ist trotzdem reingekommen, ich sehe es hier gerade. Kennst du das Horrorspiel Little Nightmare? Kannst du auch mal spielen? Kenne ich tatsächlich nicht. Marco, moin. Wieso war derselbe Dönermann in 2 verschiedenen Lobbys? Der war auch gerade bei mir. Hä? Gibt's Dönermann Faker oder was? Ausgerechnet bei mir rausgeflogen. Rest in peace, Ori. Omelette ist drin. Let's go. Du bist größer Ehrenmann, Mano. Vielen Dank fürs Kompliment. Kriegt den Mario Party mal den Code zuerst? Ja, der sogenannte Benny. Und ja. Jo, wahrscheinlich, Benny. Wahrscheinlich. Ich will 1 gegen 1 in Rocket League auf dich. Erstmal da so einen großen Wunsch haben. Und dann soll ich dir auch noch einen Sub schenken, wenn du gewinnst. Jo, von was träumst du nachts, Benny? Von was träumst du nachts? Ab Mittwoch habe ich Osterferien und ein Freund geht als Austauschschüler nach Frankreich. Ist doch nice, oder? Mein einziges Lobby, er hat Manu Stream snipen. Also. Ach man, es war zwar Cooper Cap zur Auswahl und es heißt, es hätte noch eine schlimmere Map kommen können, aber ist geil. London ist es dann auch nicht so. Ach ja, ist nicht das Gelbe vom Ei. Wie mögt ihr euer Ei, Freunde? So ein schönes Spiegelei, ein Rührei, ein hart gekochtes Ei? Also ich muss sagen, Spiegelei. Spiegelei sind schon die besten Eier. Neben mein. So. Sorry. Dritter Platz, Freunde. Wir haben jetzt ein Doppel-Item, das wäre auch ganz gut. Wie wär's mit. Ah, Mann, ich hätte eigentlich gerne 3 Grüne mal gehabt. 3 Grüne hätte ich echt viel anfangen können. Dönermann, Junge. Mann! Betonung auf Mann. Nein, Mickey Maus Wunderhaus. Du tust mich ganz sicher nicht tops nehmen mit deiner Trompete, mit der du extra stehen geblieben bist. Jetzt hat er sich einfach hier Windschattmann mir gegeiert. Auf Fresh angelehnt. Adri, nein, oh mein Gott, der Yoshi hat mich abgelenkt, wie er auf seiner Bank sitzt. Aber oh, was ist denn das überhaupt hier? Viel Spaß mit den Grünen, die gar nichts. Mann, also wie kann man so schlecht fahren wie Erdmio? Ich kann's, heißt der Junge. Ey, du kannst gar nichts, alles aus auf den Sack gehen, allerhöchstens. Komm, Erdmano-Kombo. Na, was ist denn das, Digga? Ja, viel Spaß, ne? Beste Grüße gehen raus am 1. Familie Scholz hat 3 Rose. Passt auf, passt auf, passt auf, passt auf. Junge, hättest du mir das geklaut, ne? Ich sag dir, wie es ist. Familie Scholz, hops nehmen. Wupp, sehr schön. Das ist die Rache der Safety, sogenannte. Sagt der Nächste. Oh nein, hallo, kann mir noch hops genommen werden? CS7. Es muss jetzt ein Comeback eingeleitet werden in der letzten Runde, ganz ehrlich. Wir sind schon 4. Oh, was macht denn der da, Junge? Komm, gib mir nochmal erstmal noch Kombo auf Ehren. Was ist denn das für eine Rollskombo als 5. Nein, hör auf. Hör auf! Hey, was hat mich hops genommen? Ich hab's nicht mal gesehen. Darf ich zumindest sehen, was mich hops nimmt? Damit du dich aufregen kannst darüber? Oh, Noah. Nein, 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 nein. Gib mir auch mal etwa nur Kombo. Bitte. Bitte, wenn jetzt ein Blitz kommt, Durchbruch. Bitte kein Blitz jetzt. Bitte kein Blitz. Das könnte reichen eventuell für Top 3 noch. Nein. Hey, irgendwer boosten. Direkt wieder boosten. Nein, ey, wie viele Nummerringe denn noch, Mann? Ey, haut mir 2-mal seine scheiß Bumerang in die Schnauze. Erdmano-Kombo. Oh, bitte, 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 bitte noch der Blitz. Oh. Ey, 2-mal Bumerang, Mann. Was ein Bananenschäler da hinter mir. Spiegelei mit gebratenen Speck. Gebratenen Speck, Junge. Ah, 4 steht für Lifestyle, Freunde. Ah, gebrochen, Junge. Die Runde habe ich gerade todesgebrochen. Moin, Lego Star. Oh, bitte mal, gönnt einmal Marius Piste. Bitte ist kein Wuhu-Tal. Immerhin, guck mal. Einer macht Regenbogen. Also, wenn jetzt die Regenbogenstrecke kommt, schaut es euch an. Eine einzelne Person hat Regenbogenstrecke gewählt. Wenn die jetzt rankommt, ich dachte, ich mach die Szene. Wenn die jetzt rankommt, Durchbruch. Die Lobby des Nachbarns. Na ah, gut, sehr gut. Nochmal Glück gehabt, Junge. Siehst aus wie ein Lehrer. Wahrscheinlich hat ein Lehrer einen Schwitzerhandtuch an, oder? 4 steht für die gewonnene Wette. Also. Ah, Pizzatone wieder drin. Ach so.
Ich mach kein 1 gegen 1, Freunde. 4 steht für Lifestyle, moin. Moin, Sergio, was geht? Ich stream Sniper nicht. Naja. Nächste Runde, Marius Piste, gerade eben auf die sogenannten Klöten bekommen. Hoffentlich geht's jetzt besser aus, Freunde. Ach man, ich krieg direkt mal wieder 3 Banane. Gar nicht sprechen lassen, nicht sprechen lassen. Alles voll in Ordnung. Ist gerade erst der Anfang, vor allem auf Marius Piste, wo man eh so krass aufholen kann. Deswegen, man muss ja auch manchmal selber ein gutes Gewissen einreden. Komm, einreden wahrscheinlich, Digga, der Deutschprofi mal wieder. Und schon ist man Erster mit einem guten Mindset. Aber keiner guten Bombe, mein Freund. Schämst du dich eigentlich nicht für diese Leistung? So, Achtung. Ich habe 0 Münzen, Junge. Ich habe wirklich kein Geld auf der Bank, Junge. Ach du Scheiße, wirklich pleite, Mano. Ja, die haben jetzt eh wieder Pilze, können abkürzen. Aber dann kriegen die halt einen roten ab. Seid ihr selber schuld? Dönermann, ich habe ein bisschen Angst vor Dönermann. Nein, ach Mann, wieso fährst du in meinem roten rein, du voll? Ach, das gibt's nicht sein. Er hat eine Trompete. Ja, dann der sogenannte Trompete, okay. Ulti kommt wieder, will alles voll spritzen, Freunde. Oh, die Banane, Alter. Die Banane vor den Items ist so respektlos platziert. Okay, wir haben langsam ein paar Münzen, aber Mickey Maus Wunderhaus kommt jetzt. Aber es wäre echt ganz gut. Weil es kommt eh noch ein blauer, oder? Es kommt auch 100% noch ein blauer. Achtung, auf die kommen. Jawohl, sehr schön gesniped. Auch schön ausgewischen, ein Pilz. Komm, jetzt muss jetzt noch der Fliegende kommen. Komm, bei mir wäre Safe Call gekommen zu 1 Milliarden %. Gebt mir 3 Pilze auf Ehre. 3 Pilze. Ja, da kommt der Fliegende. Gut, 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 gut. Und ein Pilz. Oh Gott. Da ist er ausgerutscht, wer ist am Telefon. Okay, warte. Ein Pilz. Da muss er ganz schnell hops genommen. Ja, nein. Hey, 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 hey. Ist das gut oder schlecht, Herr Blitz? Ist das gut oder schlecht? Können die Leine Leute jetzt noch aufholen? Werden die noch Items kriegen? Oh, oh. Überfahren, 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 überfahren. Nein, 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 nein. Da können doch Leute abkürzen. Nein, gib mir Top 3 zumindest. Keine Top 3? Wegen zwei Sternen. Ey, schon wieder Vierter, Junge. Ich mach gleich eine neue Wette. Werde ich Vierter, den gewinne ich. Ja, viel Spaß mit der, Junge. Das ist wirklich bitter. For real, Deutschland hat da verhältnismäßig gut gespielt. Auf jeden Fall. Oh, schon wieder Vierter. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Mach mal Top 10, bitte. Er wäre Safe Call gekommen. Das stimmt doch, Shade, hallo. Neben Lobby noch nicht jetzt. Der Sportlehrer hat übrigens ein Schwitzerhandtuch. Ja gut, das stimmt, Sergio. Kannst du mal singen, wahrscheinlich, Junge. Wahrscheinlich. Saud, moin. Du bist stumm bei TikTok. Was labert der? Als ob ich stumm bin. Niemals. Der sagt stumm bei TikTok. Wahrscheinlich habe ich dann 100 Zuschauer gehabt, oder? Moin Medizin, Martin. Willkommen. Mein Lehrer zockt auch Mario Kart. Bester Mann. 4 steht für 4. Ah ja. Gebrochen, Mano. Wie viel willst du für das Schwitzeranzug? Ist unbezahlbar. So viel, wie da schon reingeschwitzt wurde, ist heftig. Unbezahlbar. Kennst du Paluten? Natürlich. Nee, ist eigentlich wichtig. Endlich habe ich den Scheiß leer getrunken, Alter. So, Fehlstart, weil ich ein ekliges Red Bull trinken musste. Wann kommt die neue Sorte raus, die auch mal schmeckt? Erst dann dieses komische Pink Red Bull, was es sich unfassbar mega scheiße war, wie zum Beispiel der rote Panzer. Und jetzt das grüne Red Bull, was es auch wirklich nicht gut schmeckt. Wann kommt denn wieder so ein geiles Red Bull Red? Oder Red Bull Blue ist auch gut, das hellblaue ist auch in Ordnung. Oder das ganz normale Red Bull. Wieso muss man denn so einen komischen, was ist das? Kuruba Holunderblüte. Also, wie kommt man darauf? Wer sitzt in der Red Bull Zentrale und denkt sich, lass mal Holunderblüte als Geschmack rausbringen? Bruder, bist du irgendwie auf Drogen gewesen oder was? Und dann auch noch die grüne Farbe verschwenden für sowas, Junge. Grün ist die beste Farbe und da kommt Holunderblüte raus. Ja, danke dafür, Iblali. Ah, danke dafür auch, Adri, Junge. Mann, der Stern wird aktiviert. Ey, ich sehe immer nur die roten Panzer, die nach hinten fliegen und ich halte das einfach moralisch auch nicht mehr aus, bin ich ehrlich. Die hauen immer ihre roten nach hinten, jedes Mal. Kommt jetzt. Und ja, die nächsten roten immer im Arsch, Digga, also wirklich.
Digga, mein Arsch muss schon... Das kann's nicht sein, Alter. Mein Arsch ist komplett offen, oder was, Junge? Das ist so weit auseinandergespreizt worden, weil so viel reingegangen ist. Ja, gut. Keine Rote kassieren, Ja, danke, Familie Scholz, fürs Blocken, ne? Ehrenwert. Nein, danke, bisschen Stern. Ganz schnell den Stern aktivieren. Ich sehe da gar keinen. Ich sehe gar nichts mehr ein, Freunde. Ja, da sind wieder der Grüne getroffen, nämlich. Komm jetzt nicht nochmal Vierter. Ich wurde die ganze Zeit Vierter. Ja, deswegen bin ich Siebter. Cool. So meinte ich das jetzt eigentlich nicht. Dönermann, wieso wurdest du nicht aufgegessen? Hast du Fett für die Piranha-Pflanze oder was? Oh, bitte gib mir das. Geil. Komm mal. Gut verschluckt, Mann, oh Junge. Immerhin keine Mücke verschluckt, das ist ja schon ein Fortschritt. Nein, Hasare, bitte mach weg, meine scheiß Piranha-Pflanze. Mann, mach mich doch nicht sauer, Hasare! Mann, weil ich denn wieder ausweichen musste. Och, ja. Ey, wann war ich der scheiß Piranha-Pflanze halt ausweichen musste? Muss ich halt den größten Umweg aller Zeiten fahren. Ey. Nehmen, Lobby. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Hallo, wo ist denn mein Controller hingeflogen? Ich will neben Lobby gehen. Hallo? Ach, da ganz hinten. Oh! Kletter, Mano. Ach, so. Neben Lobby, Mano. Sind sowieso scheiß Maps. Spiel's auch Prinzessin Peach Showtime. Ja, lieber sterbe ich, als mir Prinzessin Peach Showtime zu kaufen für 60 Euro. Moin Ricky Gamer und moin Werde. Wie findest du die Strecke Schokosumpf? Nicht gut. Magst du Red Bull Bier, ne, Zimt? Nein. Ach, 75% haben nicht beliebt. Wieso? Oh, bitte Kalimari Wüste. Bitte könnt einmal in eurem Leben, eurem Lieblingsstreamer, bitte. Schön, was kochst du? Heute wird jetzt wahrscheinlich wieder Nudeln gekocht, kann ich sagen. Bei Mario Kart wird gar nichts gekocht. Nächste Map Sonnenflughafen. Ja, schön wär's, Sergio, ne? Wie sieht's aus mit Alpha Boost? Was meinst du? Ist Benny, bist du eigentlich der gerade rein donated hat, oder ist es ein anderer Benny? Ich will vom Lionheart eine Bestätigung haben. Koch mal. Wahrscheinlich erstmal einen Kochstream machen, oder was? Was soll ich kochen? Eine Dönerbox, oder was? Wann Red Bull Mücken Edition? Das kommt doch schon als Booster Edition raus, oder? Wie steht's mit Smash Bros? Ich sehe es immer noch nicht ein, für Smash Bros 50 Euro zu bezahlen. Dafür, dass dann 50 Leute zugucken, wie ich das spiele. Redest du vom Blau und im Moment kommt der einzigbare Blue einfach rein. Schicksal. Ah ja, moin Blue. Und moin auch an Snow. Wie findest du das gelbe Red Bull? Schmutz. Lieblings-Yu-Gi-Oh! Monster? Das weiß ich nicht. Ein Bugstream. Ah ja. Eine Runde Rosalina spielen, Fanfictionäre. Ah, muss ich mir noch überlegen. Das muss ich mir noch überlegen, meine Damen und Herren. Wie sieht's aus mit Rocket League? Verbotene Frage, Shade. Nächste Runde. Ich meine, es war Kalimari Wüste zur Auswahl. Und dafür kriege ich jetzt halt kein Item bei einer Schmutzmap. Ja, gut. Ist auch in Ordnung. Ja, okay. Eine Schmutzmap ist es jetzt nicht unbedingt. Das gebe ich ja auch zu. Aber kommt schon. Kalimari Wüste ist doch einfach objektiv auch besser, muss ich mal sagen. So, Jonas 1. Weil Jonas 0 schon vergeben war. Oh, na. Okay. Lass mir noch einmal die Abkürzung nehmen. Und dann habe ich drei Bananen auf dem ersten. Ich nehme alles zurück. Ich liebe diese Map. So, er hat Mücke. Und Tilo. Bisschen Angst, muss ich sagen. Bisschen Angst, weil ich kriege eh nur eine Münze, aber ist in Ordnung. Wow, vier Block-Items. Okay, was kommt? Kommt jetzt irgendwie so ein Blitz, der mir alles nimmt, was ich jemals besessen habe? Oder kommt dann irgendwie, keine Ahnung, wieder ein Bumerang, der einfach durch mich durchschießt? Also irgendwas Dummes kommt jetzt. Weil ich habe vier Block-Items. So, ja, schön die Kurve genommen. Gefällt mir. Gefällt mir, wie euch der Livestream hoffentlich, Freunde. Habt ihr auch schon alle geliked? Okay, so, Mann, es war so klar gewesen. Ja, und jetzt kommt der Fliegende. Es war noch nie so klar gewesen. Das war schon ganz klar. Oh, der Doppelblitz. Willst du mich verarschen? Holy shit. Gut. Nein. Oh, nein. Ja, da geht alles in die Luft jetzt gleich. Jonas, Amazonas. Achtung, Leo Messi wird gleich weggebumerangt. Nein, schlecht gezielt leider. Komm, gib mir zumindest Top 3. Drei Pilze auf Ehre. Nein, Pilze und Blutschleudigen. Da die Bombe schlägt nicht ein. Oh, sie schlägt in meine Fresse ein. Oh, ich bin doch wieder durch, Mann. Ey, deswegen wieder kein Top 3. Wegen zwei Blitzen hintereinander. Schon wieder Vierter.
Ey, das macht mich noch mehr sauer. Ey, schon wieder Vierter. Kann ich nicht zumindest Sechster werden oder so? Wieso denn immer Vierter? Immer einen Platz vor der Wette, Mann. Der Lifestyle mal wieder. Bloß nicht mitschreiben, der Benny hier im Chat ist nicht mein Neffe. Okay. Dann leider hat, gebe ich ja den Code, ne? Weißt du Bescheid? Damit ja auch nur einer von euch dann rein, ne? So, Ergebnis wählen. Na, wieder Top 4. Ich mache jetzt eine neue Wette. Werde ich Vierter? Einfach nur, ob ich glatt Vierter werde. Ja, nein. Stimmt ab, 30 Sekunden Zeit. Werde ich glatt Vierter? Das ist ein Fluch, ja. Bin Armin Laschet 2.0, achso. Hyrule's Pist, oh, eigentlich alles gute Maps. Mann, wieso näht ihr denn Zufall? Bei drei geilen Maps. Magst du Star Wars? Nie aktiv geschaut. Also 4 sollte deine Zahl. Hoffen wir, dass es in Mario Party nicht so ist. Ey, bitte nicht. Hyrule's Piste. Ach, es kommt echt Zufall. Ey, das ist einfach zum Kotzen, Alter. Das sind drei geile Maps und dann kommt random Regenbogen Boulevard. Dr. Mückenmann heißt er. Moin Osman, ich beliebe. Nee, ich belief auch. Ich belief auch. Ein Bot hat Turbo-Bike und kleine rote Reifen wie du. Echt? Ja, moin. Pechtag für Ernie. Na, Daniel, moin. Dark Roses, moin. Was geht? Nächste Runde, Regenbogenpiste. Schon jetzt im Durchbruch. Waluigi Time kam mal wieder zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Danke dafür. Ach, wirklich, Jonas 1. Es macht mich so sauer. Wieso haut er doch mal seine 1 hinten dran? Ich verstehe es nicht. Wieso nicht einfach Jonas? Er macht so, als ob es irgendwie so einzigartige Namen geben würde. Ach, mega Schild. Komm, gib mir zumindest eine mega Abkürzung. Nein, ich krieg gleich wieder den roten in die Schnauze. Ah, cool. Danke, dass du mal weggeschubst wurde, dass ich nicht mal die Abkürzung nehmen kann. Ach, wirklich, Dr. Mückenmann da vor mir, ne? Sechster. Ich habe eine Twitch-Wette gerade am Laufen, ne? Werde ich genau Vierter, weil ich gefühlt 5 hintereinander genau Vierter wurde. So, Mückenmann, da ist er, vierter Platz, Freunde. Ah, vielleicht gehen wir ja mal sogar auf den vierten Platz. Ach, Mann, never mind. Er macht einen Blitz-Dodge. Jo! Hauptsache, das Doppel-Item nicht genommen und er hat Manu dafür hops genommen. Das war's mal wieder wert. Ja, wir sind es uns wert, Junge. Komm jetzt. Oh, gehen wir mit dem Pisse. Ja, eine Runde noch überleben für die Top 3 eventuell. Nein, noch Mann. Natürlich wieder ein Stern-User genau neben mir. Wupp. Ja, schön jemanden getroffen, glaube ich. Dritter. Ich will auf den vierten gehen. Ich bin ehrlich. Oh, nein. Jonas. Weil ich wieder ausweichen musste, weil du deine drei roten Panzer natürlich wieder nach hinten werfen musstest. Nur deswegen sind wir gerade gestorben. Komm, Blitz. Wo ist er denn, wenn man ihn einmal braucht? Oh, Vierter könnte etwas werden, Freunde. Bitte. Ein Pilz, ein Maul. Vierter. Ich bleibe auf dem vierten. Nein. Geh vor. Wer ist da stehen geblieben? Irgendjemand ist stehen geblieben, weil er nicht gegönnt hat. Irgendjemand ist stehen geblieben. Ey, Mann, da war genau hinter mir gewesen. Jetzt bin ich Top 3 geworden. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, weil irgendjemand nicht gegönnt hat. In der normalen Lobby hätte ich es gepackt, ganz ehrlich. Ausgerechnet jetzt. War die Mücke gewesen. Eigentlich. Hast du denn gestern den Chat eigentlich gelesen am Abend? Welchen Chat? Nee, hab ich nicht. Deine Controller leiden genauso wie ich. Ich leide hier am meisten, Alter. Hallo Lili, was geht's? Bin in Malta mit Top-Mehrblick. Viel Spaß, Alini. Ich sag nächste Runde Fünfter. Na, mal gucken, ne? Mal gucken. Poppy Playtime war cool, oder? Poppy Playtime war eine Katastrophe, Junge. Du bist doch auch stehen geblieben. Ja, ich bin stehen geblieben, weil ich Vierter werden wollte. Aber er hat einfach nicht gegönnt. Was ein räudiger Verrat. Ja, nennt man das Fans? Ja, gute Frage. Ich sage 8. oder 9. Ganz klar. 99 Cent von Sergio. Sergio, vielen Dank für die 99 Cent per Superchat. Bitte Nachricht. Dritter Platz, Muskel-Emote. Dankeschön, Sergio, für die 99 Cent. Vielen Dank. Der Muskel-Emote ist wieder weg. Dankeschön, Sergio. Wer ist in Malta? Ich bin im Mai in Malta. Oha. Mai in Malta. Hätte ich das nicht gedacht, hier Fanfiction-Ära.
Ich lasse heute sowieso bloß meinen Neffen spielen. Alles klar. Fiete, willkommen zurück. Nächste Runde, DK Schikane. Kurzes Update. Ich kann die Abkürzung immer noch nicht fahren. Deswegen werden wir mal schauen, ob ich trotzdem Top 3 werde. Wenn ich jetzt noch einmal Vierter werde, raste ich auch wirklich komplett aus. Schöne Abkürzung gefahren. Ich kann den vierten Platz nicht mehr sehen, bitte. Nein, ich will die vier da unten nicht mehr sehen, Alter. Ach, ich krieg 3 Bananen als Vierter, weil 3 Bananen für Lifestyle stehen, oder was, Junge? Oh, mega Shit. Ja, Sechster, gleich nehmen wir alle wieder die Abkürzung. Ja, ihr seid alle wunderschöne Spieler, Junge. Alle, die Tryhard-Abkürzung am Nehmen. Danke, Nintendo, dass ihr so eine Scheiße reingemacht habt. Ey, Funky Kong, der Fetzer, klaut mir mein Item und schmeißt mich mit meinem eigenen Item dann quasi ab. Danke für deine guten Taten. Wir sind trotzdem Dritter. Burger Pommes auf die 1. Pack die Pommes in den Burger rein. Komm jetzt, Stern krieg ich nicht als Dritter. Ja, scheiße. Krieg ich was ab? Oh Gottes Willen! Da ist eine Piranha-Pflanze hinter mir! Oh, muss nicht sein! Ey, muss auch nicht sein, der Blitz jetzt! Gib mir einen Pilz! Oh, 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 Achtung, die Mücke! Achtung! Ey, meine ganzen Mann, meine ganzen Hoffnungen gehen immer vom 100 wieder auf 0! Da waren die beiden Ersten! Und was ist? Ich werde überfahren und alles, Junge! Hier, 2 Leute hops genommen mit dem Bumerang. Wunderschön, Junge. Burger Pommes fliegt einfach runter, das war es komplett. Geht der 3 Pilze? Oh mein Gott! Auf Jonas, Amazonas! Ah, Jonas, man, immer wenn ich mich freue! Man darf sich nicht freuen im Leben! Oh Gott, der coole Panzer kommt da hin. Oh mein Gott, war das knapp gewesen. CS üben. Oh nein, Ulti kommt wieder an und spritzt mal wieder alles voll, Junge. Wie jeden Abend. Bitte, 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 bitte. Oh, oh, oh. Ich setz ein, komm. Bevor der Blitz kommt. Komm, jetzt muss auch der Blitz kommen. Ey! Aber egal, Rotze Rakete als Sechster ist voll in Ordnung gewesen. Jawohl, weiter, 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 weiter. 3 Pilze. Nein, keine 3 Pilze. Komm schon, komm schon, komm schon. Kastev, Kastev macht ein Fahr. Jetzt kommt mal wieder der Blitz. Oh, das war's. Ja, das war's mit meinen Top 3. Nein, meine Top 3 Ambitionen sind so vergraben worden, glaube ich. Mann, ist was könnte mich noch retten auf dem Top 3 jetzt? 3 Pilze oder so? 3 Pilze und eine mega Abkürzung. Irgendwie so. Ja, 4. Da ist schon der Dritte, kommt schon, nein, Mücke, kassieren, ach, blamieren oder kassieren und ich nehme beides, oh, CS7, ach, DK Schikane, Mann, das ist wirklich eine Schikane, oh Gott, bin ich im Durchbruch, neben Lobby, ja, wir sind ja schon lange drin hier eigentlich, oder, zum Glück waren interessante Themen in Discord, naja, Ulti und Blitz gleichzeitig, ehrenlos. Ja, gehen wieder neben Lobby. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon drin sind, aber trotzdem neben Lobby. Eine letzte neben Lobby noch für heute. Gebt euer Bestes, um reinzukommen. Top 3, leider nein an der Stelle. Aber nochmal eine neue Wette, Freunde. So. Das waren beides meine Blitze. Na, wahrscheinlich, Digga. Hab Drecks Internet Random User. Das war's komplett. Wenigstens nicht Vierter, oder? Immer positiv sehen, Freunde. Immerhin nicht Vierter, stimmt's. Und dann kann ich in der Reihe like bei YouTube, Freunde. Die 250 Likes müssen noch geknackt werden. Ah, immer auch. Nein, also nein. Was sind denn das alles für Scheiß-Maps? So, oh, mitten im Zufall. Ey, Excitebike Stadion, ich bin direkt raus. Ey, Ahmed. 1, 2, 3, 4 Leute wählen Excitebike Stadion. Seid ihr des Wahnsinns? Flaschen seid ihr. Flaschen seid ihr. 4 Leute wählen Excitebike Stadion, obwohl es wirklich jedem bewusst ist, dass bei Excitebike Stadion rausgehe. Wer lügt hier, dass seine Blitze waren? Das war einer von mir. Ah ja, hab ich doch gewusst. Ach, mach Scholo, Junge. Ne? Mach Scholo. Tja, ne? Tja, Zilev, da war ich in der Lobby drin gewesen und 4 Leute müssen halt Excitebike Stadion wählen. Oh nein, nicht global. Das ist natürlich scheiße gelaufen. Wer ist der beste Affe aus Mario Kart? Funky Kong natürlich. Funky Kong. Kannst du mal dein Setup zeigen? Nö. Fanfictionera kriegt ihre Rosalina nochmal, weil ich ein Ehrenmann bin. Spiel mal Mario Football Strikers. Können wir echt mal irgendwann wieder machen, ja? Magst du Marios Goldmine? Meine Lieblingsstrecke.
Ja, ich gehe jetzt nicht raus bei Marius Goldmine, aber geil ist sie jetzt eigentlich nicht. Döner Opa, Neymar Junior, Manuel und Erik YouTube. Oh Gottes Willen. Bin ich mal gespannt, wenn er noch reinjoint. Ach, erste Runde, gerade eben erst gestartet. Ich gehe raus. Wir machen nochmal Freundeslobby zum Schluss. Scheiß drauf. Wir machen nochmal Freundeslobby. Ich habe jetzt wieder keinen Bock, 10 Jahre lang zu warten. Okay, ihr könnt alle reinkommen in die Freundeslobby. Geht auf Freunde und Mitspieler mit Raum-ID suchen und gleich müsst ihr einen 4-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 
Trifft die? Ach, gerade noch ein Item bekommen. Die Bombe ist nicht explodiert. Ach, Megaschild bleibt mal wieder stehen. Wer hätte es gedacht? Oh Gott. Oh, 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 oh. Ich bin trotzdem Erster. Ich bin trotzdem Erster mit einer roten. Und er hat nur eine Trompete. Und wird gleich abgeworfen vom Bumerang. Komm schon. Da kann nichts mehr passieren. Ist. Bitte. Bitte nicht aufwachen, Ulti. Jetzt nicht aufwachen. Komm, zwei rote nicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist der Erste mit Fanfiction Lehrers Lieblingscharakter. Zuck. Sehr nice. Also Platz. DJ Gamer Moin und TK Moin. Ich habe als Erste Schicki gezogen. Das stimmt, Waluigi ist nicht gut. Das stimmt durchaus. So, zack, Top 1. Let's go. Oh, das hat gut geschmeckt. Rosalina ist halt gut. Achso. Jens Moin. Klurak, jawohl. Sergio, vielen Dank für den 99 Cent. Per Superchat. 99 Cent from Sergio. Vielen Dank, Sergio, für den 99 Cent. Mit der Nachricht. Erster Platz. Muslim-Emotes. Wer hätte die Nachricht erwarten können? Dankeschön, Sergio, für die 99 Cent. Lag natürlich an Rosalina. Ja, 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 sagt jeder jetzt hier. Alina auch. Also, ich habe so viele Mücken bekommen. Ja, wie viele, Nexus? Ja, du bist mein Lieblingsstreamer. Also, man vermutet es, aber es nicht bestätigt. Grund Ohrenschmerzen und Nachanfall. Ach so. Tja, Blue Master, das gehört halt dazu hier im Stream, ne? Aber freut mich, vielen Dank. Verlierer beim Wetten eigentlich auch Mücken, ne? Ja, natürlich, wenn du verlierst, ja. Lag an deinem Skill. Ja, dann, das gefällt mir schon besser, Selinie. Du weißt, wie man die Komplimente gibt dir. Sie reitet auf dem Bike nicht schlecht. Okay, das allein hat das, hast du gesagt. Nächste Runde, Marius Piste 3 mit 3 Pilzen. Oh, es wird mal wieder nicht gegönnt. Doch nicht schon wieder super, die Junge. Ey, super klasse, wie der Luftmatratze, denkt er einfach mal ganz kurz. Ah, den roten kriege ich nicht ab, aber ich musste den Pilz jetzt ein bisschen scheiße einsetzen, leider. Ja, egal. Erste Runde Mauspiste, da ist die Platzierung egal. Wie oft ist man hier schon vom 12. auf den 1. gegangen? Also ich bitte euch, Freunde. Oh, die Banane war so knapp gewesen. Ich meine natürlich mit Skill ausgewischen. Ist natürlich ganz klar, ganz klar. Bitte auch nur 3 Pilze, ganz klar. Ah, oh, Mann, ich habe ja bisher nur Müll-Items bekommen. Kann das sein? Gabo on 4. Also on 4 steht für Leister. Ja, jetzt wollen wir das erstmal noch kommen auf Ehre. Oh, was ist denn das? Ich krieg ja nur Müll. Die ganze Zeit. Ein Pilz, Piranha-Pflanze. Ein Pilz, Piranha-Pflanze. Ein Pilz, Piranha-Pflanze. Und trotzdem. Trotzdem in die Banane reingefahren. Nein. Mann! 12. In der letzten Runde war ich auf dem 12. Platz. Und jetzt kommt das mega Comeback. Mit nämlich 3 Pilzen fängt's an. Mit 3 Pilzen. Ja, es macht Spaß, hier auf dem 1. auf dem 11. Platz zu bleiben. Jetzt mal mit Kanone oder so. Wie wär's? Och, ja. Also eigentlich auch ganz gut. Aber als 11. hätte man jetzt auch mal wirklich eine Rakete erwarten können, bin ich ehrlich. Mann, das war's mit meinen Hoffnungen. Weil er wieder mein Doppel-Item geklaut hat. Oh Gott, der Fliegende schlägt ein. Giganto schmeißt nach vorne. Giganto, du Drecksau, schmeiß doch endlich deine Scheiße, Mann! Er behält sie 10 Jahre lang. 8. Platz deswegen, wegen Giganto. Wegen Giganto. Ach. Halt auf Erdis Nacken. Random News, aber komm zurück. Hab eh genug Mücken. Mhm. Wie viele Mücken habt ihr denn, Junge? Wer hat die meisten Mücken hier? Top 3? Nein. Sondern 2 Runden machen wir wahrscheinlich. Vielleicht höchstens noch 3. Überlegt euch eure Wetten gut, Freunde. Die Freundeslobby ist es. Weiß ich nicht. Bist du Michael Jackson Fan? Ja, Fan kann man jetzt nicht sagen, aber hat schon gute Lieder, ne? Siehst du, diesmal hast du nicht Rosalina gespielt? Ach so, ist das also. Mega Comeback, ja. Knapp war es gewesen, Selin. Ulrich, moin! 17.000 hab Minus gemacht. Oh ja. Was habe ich in den letzten 50 Minuten verpasst? Antworte mit den Clips, also. Meine Freundin hat mich betrogen. Ist das ernst gemeint, Nepsch? Ist das ernst gemeint? Wenn ja, dann scheiß drauf, Junge. Moin, Hackesmann. Ja, boah, Junge, respektlos, Junge. So unnötig Respekt. Wie hast du es rausgefunden? Sag an, Nepsch. Wie hast du es rausgefunden? Hast du es wenigstens gesagt? Dieser Teil stand nicht im Vertrag drin, Anzeige. Achso.
Ich habe 300 Mücken gesetzt. 300 Mücken ist nichts. Gesehen. Nebsch, du willst mir also sagen, du hast gesehen, wie deine Freundin dir fremdgegangen ist. Wie zum Teufel soll das passiert sein? Wie zum Teufel, hä? Im Club oder was, Junge? Nee, der Lava scheiße, niemals, Junge. Niemals bin ich auch auf dem 12. Platz mit einer Münze. Ich schau ab und zu mal in den Chat. Mann, ich schau ab und zu mal in den Chat und krieg dafür einen grünen Panzer ab. Megaschild, das ist doch ein Fake-Megaschild, Junge. Niemals ist es der echte Megaschild, der will doch nicht so aggressiv machen, Alter. Fährt man nur vor mir, ich bin so durchgebrochen für heute. Hier, komm, hallo! Alter, was hat er für Eier, dass er einfach mich überholt, ganz kurz, Junge. Harry Kane auch im Chat. Aha, Dieter B.O. Dieter Bullen oder was, Junge. Egal, wir konzentrieren uns jetzt aufs Fahren, Freunde. Genug auf Chat geachtet. Wir müssen ja auch mal ab und zu mal mit ein paar Leistungen raushauen, weil es heißt ja immer, Erdbanner, du bist auch so gut in Mario Kart, bist so scheiß zu rein. Oh, deswegen muss ich auch mal gut fahren. Oh, Goldpilz, Mano. Ja, doch. Achtung, nicht auf mich, bitte. Danke. Oh Mann, wie geht denn die Feuerblume? Die ist ja voll magnetisch gerade gewesen. Habt ihr das gesehen? Das war doch kein natürlicher Laufweg. Oh, oh, Giganto. Nein. Ich war die Rote nach hinten geschmissen. Und was ist? Es wurde nicht belohnt. Das ist ein Beispiel für euch, Freunde. Dass es sich nicht lohnt, Rote nach hinten zu schmeißen. Oh nein. Giganto mal wieder. Gab auf die 4. Kannst auch gerne auf der 4 bleiben. Ich gehe auf den ersten. Oh, komm. Aufessen. Ich hab Hunger. Let's go. Erdbombe. Was war das? Ach so. Ey, schon wieder aufgegessen. Es geht weiter. Ich hab immer noch Hunger, Freunde. Der Nachtisch muss kommen. Benny, Junge, vor mir. Bitte, Kingel Giga mit seinen 3 Pilzen. Nein, ich will Top 3. Oh, der rote Panzer nach hinten. Hab ich gerade gesagt, dass sich nicht lohnt? Oh, weggetrötet. Alles nach vorne, Shepard. So muss das nämlich sein. Nach vorne. Komm rein. Kann der Yoshi mal hops genommen werden? Oh, ja, da vorne. Komm. Oh, komm schon. Ja, bitte, ich muss dann schnell aktivieren, ganz schnell. Oh nein, aber ich schaff's nicht mehr auf Top 3, glaube ich, oder? Ach, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Ja, egal. Scheiß drauf, Digga. Toaster-Kill, was geht? Eins in den Chat, wer Single ist. Also, Nebsch, hast du das irgendwas nochmal gesagt? Hier, du hast es gesehen. Oder willst du nicht drauf eingehen, wo du es gesehen hast? Meinung zu Powerade Gelb. Nicht so gut, muss ich sagen. Den Stream sollte man nicht mit Kopfhörern hören. Das ist Regel Nummer 1, Yoshi, genau. 10 steht für gebrochen, ne? Der ist es geschafft, aber ist ins Wasser gefahren. Ne, ich hätte auch keinen Top 3 mehr gepackt. Also selbst wenn ich die Abkürzung da perfekt genommen hätte, wäre ich mehr gegangen. Kann ich diesmal mitmachen? Wer weiß, wenn du Glück hast. Bin bereit für Mario Party. Ja, eine Runde geht noch. Dann gehen wir Mario Party rein, Freunde. Deine Lieblingsbooster-Sorte, die ganz normale und die Juicy. Ich höre den Stream immer mit Kopfhörer. Oh, Leon, gefährlich. Ah, Wetter auflösen, habe ich nicht gemacht. Wetter auflösen. Ihr könnt ganz schnell neu wetten, aber nur 30 Sekunden. Beeilt euch, okay? Bitte beeilen. So. Jetzt auf Nein. Naja, TK, ach so. Moin an Birne, was geht? Bin wieder da, wir kommen zurück, Shadow GRG. 10er, wenn du Erster wirst. Oha, auf Tokio. Ey, wer macht das hier? Vergammeltes Booster auf, Jungs. Muss nicht sein. Und moin an Ass. So, Freunde, wir sind wieder auf Tokio angelangt. Ich weiß ja nicht, ob die Map Glück bringt. Ich wage es zu bezweifeln. Was hab ich gesagt? Direkt der rote Panzer. Jetzt schon durchgebrochen. Zweimal Erster. Jetzt bitte mal Erdmann-Kombo direkt. Danke. Ach, Mann! Ich hab mich gerade bedankt! Und dann kommt der Rote! Komm, nein. EA-Boss, Junge. Wie kann man sich dafür feiern, Junge? EA-Boss. Aha. Nein. Nein, du bleibst nicht stehen und drückst mir die Trollpolit rein, Lina. Also bekommt als 12. gerade eine Bombe eigentlich, kann man jetzt mal jemand sagen. Oh, ja, schon wieder 4. Mann, es geht doch einfach nicht mehr klar, diese Runden, Alter. Wie viele habe ich denn jetzt schon kassiert, Alter? Das kannst du doch niemandem erzählen. Giganto und alle nach hinten scheppern. Kennt euch damit aus mit der nach hinten Schepperung? Und ich weiß auch nach hinten.
Alter. Glumanda gezogen, Alter. Glumanda hier, Glumanda wird gezogen. Kein Schrecken, meine Feuerkugeln einsetzen. Ach man, ich hab keinen Bock mehr auf Tokio. Ey, dieser scheiß Tokio-Flug wird auch storniert, Alter. Ey, Tokio. Keine Verbindung verloren mit dem Pro-Controller. Oh mein Gott, jetzt kommt das Riesen-Comeback. Let's go. Oh mein Gott, was? Trotz Ausraster geht es auf die Top 3 zu. Was zum Teufel? Kommt jetzt noch der Blitz? Kommt schon! Fünfter. Wer wählt überhaupt Toki aus bei Freundeslobby, wenn ich fragen darf? Gut, wir gehen in Mario Party rein. Bleibt gerne dran. Jeder hat die Chance, in Mario Party mitzuspielen. Leinhard, schreib irgendwas auf Twitch, damit ich dir den Code vorab geben kann. Für deinen Bruder. Und dann geht's los. Oh. Ist ja 15 Euro und 1 Cent. Mein Kanal hat 15 Euro donated. Viel Spaß in Mario Party, ganz klar. Keinen Müll wegwerfen. Allgemeines Recycling-Symbol. Müll nur in die dafür vorgesehenen Behälter. Ich habe immer noch Trauma vor dem letzten Emote. Leon, vielen Dank für die 15 Euro und 1 Cent per Link in der Beschreibung. Wohlwillige Gebühren zahlen muss. Vielen Dank. Da kam die Mein-Kanal-Animation mal wieder. Ah ja. Viel Spaß im Mario Party. Ganz klar. Du kriegst auch gleich dein Spinrad und Wette werde ich auch gleich auflösen. Vielen Dank, Leon, für die 15 Euro per Link in der Beschreibung, wohlwillige Gebühren zahlen muss. Vielen Dank, Leon. Ich bin gespannt, was du kriegst. Was willst du noch haben überhaupt? Neon, sag mal an. Ach so, Autogrammkarte natürlich, oder? Natürlich, Autogrammkarte. Lass mich eben ganz kurz den Raum erstellen und dann geht's los. Vielen Dank. Wie viele Controller sind schon kaputt gehämmert? 5? Ich glaube 5. Spendenanimation wäre nice. Stimmt, wäre auch gut. Mit Pin, so Achtung. Pin, jetzt muss ich euch mal ganz kurz wegschalten. Achso, TikTok, by the way, TikTok-Livestream geht offline. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr mit gucken wollt, wie ich Mario Party spiele, gerne bei YouTube oder bei Twitch vorbeischauen. Bei TikTok Mario Party Stream macht keinen Sinn. Macht absolut keinen Sinn. So, Achtung. Leinhard, da ist es. So, schnelle Flüsternachricht. Das ist der Pin. Und die Raumnummer sieht man jetzt hier. So, hier ist die Raumnummer. Pin kommt gleich, nachdem Leinhard sein Neffe reingekommen ist, weil er hat es gewonnen beim Glücksrad. Gut, dann machen wir jetzt nebenbei noch das Glücksrad, Mano. Und TikTok, haut rein. Wie lange bist du heute noch live? Bis 21 Uhr. Tschüss, TikTok. Komm wieder vorbei bei YouTube und Twitch. Tschüss. So. Beenden. So, 2400 Aufrufe. Ah ja. Dann gehen wir jetzt ins Glücksrad rein. Glücksrad, Mano. Wo ist die Szene? Wo ist die Szene? Ah, sehr gut. Ihr könnt auch schon mal nebenbei reinscheuen. Nebenbei könnt ihr reinscheuen. Hier ist die Raumnummer, wie gesagt. Code ist 1122 1122 und chillt mal mit eurer Wette, die wird noch aufgelöst, Freunde. Chillt 1122. So, Reaktion, ne, Glücksrad Mano. So, Glücksrad Mano für Leon, bitte eine eigene Spendenanimation. Das sieht nicht gut aus. Ach du Scheiße. Nein. Nein, applaudiert doch nicht. Wettvorschlag auf Twitch machen. Das ist mit das Schlechteste, was du kriegen kannst. Oh nein, Leon. Ja, kannst du Wettvorschlag machen für Mario Party Superstars? Wie wär's denn? Tut mir leid, Leon. Tut mir leid. Mies gelaufen. Mies gelaufen. Ah ja. Gabo, hä, wie Gabo? Hä? Wieso Gabo? Bist du rausgeflogen, Leinhard? Er ist wieder raus? Oh mein Gott, das ist ja mal richtig bitter jetzt für die Leute. Ey, ich muss noch eine neue Runde machen. Jetzt muss ich noch mal eine neue Runde machen. Oh, ist richtig bitter für die Leute, die jetzt drin waren. Aber wieso ist er denn rausgegangen? Ja, noch mal eine neue Runde. Tut mir leid an alle Leute, die drin waren. Aber ich kann jetzt auch nichts machen, ne? Wenn er einfach rausgeht hier. So, ist aber, wenn du jetzt mal rausgehst, dann kriegst du nicht nochmal den Code, kann ich sagen. Dann tut mir halt leid für die Leute, die jetzt drin waren. Tut mir leid. Das ist der Code, der neue. Raumnummer hier. Orion, wir rein, bis morgen.
Was hast du gezogen, Blue, für eine Karte? Hab ich gar nicht darauf geachtet. Hab meine Mücken wieder verdient. Ah ja. Oha, du und der Donate, Ermano im Bild, ihr habt euch komplett synchron nach vorne bewegt. Echt? Lol. Hier, Leon, hast du denn einen Wettvorschlag? Hast du einen Wettvorschlag? Und wenn ja, schreib den am besten jetzt mal irgendwo rein, wenn du einen hast. So, aber hast du noch nicht reingeschrieben, oder? Ja. Wird er dir heute Zweiter als Vorschlag? Okay, das ist eine gute Wette. Okay, ich warte noch ganz kurz. Werde ich Zweiter? Ja oder nein, Freunde? Ihr habt 5 Minuten Zeit zum Abstimmen. Ich warte immer noch auf Leinhard, seinen Neffen hier. So. Nein, vertippt, ich wollte Booster Pack. Ah, das war natürlich belastend, ne? Nutella. Benny, so jetzt Achtung, okay. Code ist 5566. 5566. 5566, okay? Ihr wisst Bescheid. So. Das war jetzt bitter für die anderen. Safe. So, okay. Ah, Jimmy Toilet immerhin wieder drin. Immerhin. So, Start. Wir gehen rein. Und Megaschild ist noch drin. Nintendo Switch Beste. Das ist schon eine gute Konsole, oder? Achso, ich muss noch die Kategorie switchen, gell? MP, so. Er hat außerdem auch B gedrückt. Er hat schon gleich panisch drauf reagiert. Achso. Ist man direkt raus, wenn man einmal B drückt? Ich kam nicht rein, weil es mir 10 Sekunden geladen hat. Rest in Peace. Mario Party, let's go! Guten Abend, Engelmanno. Achso, guten Abend, G. Auf locker 3000 auf 9. Ah, was ist denn das? Hallo, ihr müsst doch auf mich wetten. Hallo, was soll das denn? So. Kannst du mir mal zeigen, was für Spiele du hast? Ich habe so viele. Also, was für Spiele willst du sehen? Also, Switch-Spiele habe ich jetzt nicht so ultra viele. So. Einmal natürlich Luigi. Wer denn sonst? Chibi-Chapa hat Donkey Kong genommen? Nee. Hallo? Ah ja, Megaschild. Wie kommt er wieder in der letzten Runde gefühlt? Oh, oh, es leckt ein bisschen. Oh, oh. Leckt es immer noch? Oh, ich tue mal ein bisschen meine Switch ein bisschen umstellen. Bisschen weiter dahin. Okay, wir hatten letztes Mal die Map gehabt. Horrorland hatten wir auch schon öfter gehabt. Spaceland. Komm, wir gehen wieder Spaceland. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, Freunde. 10 Runden. Let's go. Booster Pack wird aufgemacht. Hopsi. Moin. Ja, ne? Achso, ja, ich spinne euch gleich an. Moment. Wir spielen. Bist du der Erste gewesen, Fragende? Ja. Du bist der Erste gewesen. Und Fanfiction Era war die Erste auf YouTube. So muss das sein. Moment, ich pinne euch an. Los, lösen nach. Manuell. Und Fanfiction Era wird hier auch angepinnt. So, ihr wisst einfach immer Bescheid. Die Stammzuschauer wissen Bescheid, wie man angepinnt wird. So. Colin, hau rein. 100 Zuschauer, nice. Echt? Jetzt nicht mehr. Ich glaube, da haben wir ein bisschen verpackt gewesen. Aber Mario Party sind immer ein bisschen weniger drin. Am meisten sind Leute immer bei Mario Kart drin, logischerweise. Moin, Paul! Kannst du bitte auf meine Nachricht eingehen? Freue mich jetzt auch. Mario Kart. Bist du Mario Kart? Auf was freust du dich? Ah, danke schön, Topsen. Vielen Dank, ich hab's gelesen. Vielen Dank. So, dürfen wir würfeln eventuell? Was ist deine Lieblingskonsole? Ich würde halt schon sagen, Switch irgendwie, ne? Mein WLAN stirbt gerade, mein Beileid. Ab jetzt übernimmt Toad. Darf ich eventuell endlich mal anfangen? Luigi und Mario passt ja. Hol dir den ersten, ne? Ich hoffe es. So, Freunde, sind in Mario Party Superstars drin. Bei Twitch ist die Wette, ob ich Zweiter werde. Ja oder nein? Ich bin schon mal nicht Zweiter bei der Zugreihenfolge. Das ist schon mal ganz gut. Weil ich will nicht Zweiter sein. Jetzt nicht, weil Zweiter irgendwie so kacke ist, sondern weil ich immer rechts oben bei den Minispielen dann bin. Und da ist meine Facecam immer im Weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Fueko, hau rein. Schönen Abend noch dir. Ist mein erstes Spiel mit Mario Party Gameplay. Lord and more. So, dann genieß es hier. Mario Party auch immer sehr funny. So, kannst du zeigen, was für Switch-Spiele du hast? Nein, kann ich das nicht zeigen. Die sind überall irgendwo verstreut. Hab 1000 auf Nein, wenn du Erster werden sollst. Sag mal so, ich glaube, dass ich nicht Zweiter werde, ist logischerweise wahrscheinlicher, als dass ich es werde, ne? Wer ist er? Was für wer ist er? So. Ah, hab ich schon vorgelesen. Bitte spiel FNAF 2. Ja, ich weiß noch nicht, welches FNAF ich spielen soll. Ich habe auch überlegt, das original erste FNAF irgendwie auch funny wieder, weil das habe ich nicht durchgespielt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wie geht's deinem Tisch, Firebirds? Wir reden nicht darüber. Er fängt schon langsam an zu splittern, muss ich sagen. Ermano, reagte bitte auf meine Comments. Nee, mach ich nicht. So, okay, was kriegst du? Yoshi, was kriegst du? Kahn!
nix. Aua. Wer ist denn Yoshi, Alter? Wer von euch ist Yoshi? Welchen PC hast du? Ist verlinkt. Ist verlinkt unter meinem Linktree-Link. Ah, Chippy Chappa. Chippy Chappa hat absolut gar nichts getroffen. Statement. Da ist das Internet auch nicht besser. Wo ist mich jetzt besser? Zweiter steht für den BVB. Erinnere mich noch dran. Durch diesen Kommentar wurde ich das erstmal auf Discord erwähnt. Oha. So, 10 bitte. Oh, wirklich eine 10, weil ich eine 10 vom 10 bin natürlich. Schön, plus 3 Münzen. Lass mal Tekken 8 spielen. Absolut nein. 390 Punkte darauf, dass du Erster wirst, weil du Erster werden wirst. Du hast doch auf... Achso, deswegen hast du auf Nein gewettet. Okay. Okay, okay. Ja, sagen wir so, Benny kann ich logischerweise nicht einordnen, wie gut er ist. Chibi Chappa ist es, glaube ich, nicht so krass gewesen. Aber Megaschild kommt immer online. Megaschild ist sehr, sehr gut. Leiner, hau rein. Wenn du Unglück in Mario Kart hast, hast du normalerweise besser Glück in Mario Party. Hast du da so eine Statistik aufgestellt oder was? Oh nein. Ja, eigentlich, ich weiß natürlich nicht, ob mir die Aussage noch auf den Kopf fallen wird, aber eigentlich muss ich auch nur Angst vor haben vor Megaschild, ne? Megaschild ist auch so ein Freak. Megaschild ist schon ein sehr großer Freak. Nicht nur in Mario Kart. Okay, guck mal, ich schub's ihn weg, ich schub's ihn weg, ich schub's ihn weg, ich schub's ihn weg. Erstmal deine Abonnenten abfacken. Guck mal, oh, jetzt wird's dann langsam eng hier, Yoshi. Jetzt wird's aber langsam ganz, ganz eng hier, oder? Oh, ich krieg so Karma-Schelle, glaube ich. Ich will nicht so Megaschild in ein Loch. Ne, das was ich said, aber... Naja, okay. Okay, wir gehen wieder hier. Oh, nein, zu dritt! Nein, Megaschild. Megaschild, bitte nicht. Oh, bin ich hier zum Stern, Mano? Kann mal jemand sterben langsam, aber nur in-game, wenn es geht? Oh, nein, 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 das kommt alles zu mir! Oh, nein, hallo, sucht euch mal ein eigenes Loch! Oh, oh, ja, sehr schön. Megaschild, raus! Raus vom Megaschild, raus! Oh Gott. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's! Nein, 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 Reaktionsmano! Oh nein, hey, Platz da! Oh, oh, nein, das schaffe ich nicht mehr! Oh, ich habe es wirklich nicht geschafft! Ey, auf einmal Benny und Chippy Chappa! Oh, ja, okay, perfekt, Gleichstand oder was? Ach, nein! Wieso nur in-game? Ja, out-game soll das eventuell nicht passieren. Dieses Minispiel liebe ich. Ah, ich liebe auch meine 2 Münzen, die ich bekommen habe, Kappa. Ach, direkt letzter Platz, Manu. Ja, egal, die Letzten werden die Ersten sein. Ihr wisst doch Bescheid. Erdmanu ist natürlich eine 10 von 10. So. Ich bin Megaschilds Nachbar. Ah, wer soll dir das glauben, Freddy? Morgen Göttingen Overhead. Als ob ihr jetzt so feiert, wenn ich Göttingen Overhead spiele, Freunde. Kann doch niemand erklären. Und hier, danke an den, der reinliked, ne? Ob wir die 300 Likes schaffen, weiß niemand so genau. Vielen Dank an den, der reinliked. Skill Issue. Man hat auch einfach nur Pech gehabt. Die anderen waren halt weiter rechts gestanden, so. Ich chill erstmal. Ich warte auf die 5. bis 6. Runde. Ja, hätte ich es auch gesagt. Megaschild an deiner Stelle. Vielen Dank für den Follow. Chillkröte. Bester Name aller Zeiten hier auf Twitch. Vielen Dank. Oh, ich bin Megaschilds Anwalt, also ihr seid alle irgendwas vom Megaschild, oder? Judy Hase, moin! Spiel mal Let's Sing. Wahrscheinlich spiele ich irgendwie so SingStar oder so, oder? Wahrscheinlich, ah, nur ein Pilz, Mann, oh, peinlich. Manche nennen es Pech, manche nennen es Skill Issue. Aber das war halt an der Stelle Pech, ne, muss man sagen. Obwohl, ich bin nicht so ein Typ, der oft Pech hat, aber in Mario Kart und Mario Party... kann man schon sagen, dass man schon Pech habe. Ach, ne 3 nur gewürfelt. Wie meine Englischnoten. Ey, egal was ich gemacht habe, ich immer eine 3 gehabt in Englisch. Oder in Deutsch auch. Ach, man, minus 3 Münzen, Junge. Ja, danke dafür, Junge. Kriegst du Glücksfeld? 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 Glücksfeld. Hallo, lass mir endlich mal in Ruhe, Finanzamt. Oh, gut. 15 Münzen auf Ehre, bitte. 15 Münzen, ne? Ach, ein Glücksalwürfel. Ja, danke dafür, Alter. Ganz klar, Schildkröte. Ich bin Megaschilds Clip-Ersteller. Das stimmt halt wirklich. Ich bin Megaschilds Nutella-Glas. Jungs, ihr könnt auch mal aufhören mit diesen Megaschild-Kommentaren. Ja, ja, ja. Ich wohne gerade ganz in der Nähe. Woher willst du es wissen, Elfenfeuer? Wenn man ständig dabei ist, kann man sich ein ungefähres Bild machen, Ernie. Ja, stimmt auch wieder. Du musst in Göttingen an diesen Stern einmal vorbeikommen, dann macht es wieder Spaß. Wir wissen alle, was bei Getting Over It wieder passieren wird. Ich werde an derselben Stelle wie immer reinscheißen. Oh. Oh.
Oh, Gottes Willen, Alter. Hey, wieso bin ich der Erste? Ah, ja. Oh, danke für die Gesundheitsmanus. Ja, mega chills Gitarre, mega chills Sofa, ist in Ordnung. Danke für die Gesundheitsmanus. Spielst du GTA? Nö. Nö. Steak, Mano, by getting over it. Oh, da wieder so ein leckeres Steak, wäre geil. Okay, bisher noch keiner rausgeflogen. Was macht er? Okay, zwei. Ich würde gerne ein Megaschild rausschmeißen, aber ich habe keine Chance. Der Yoshi fliegt raus. Chibi Chaba fliegt raus, egal was ich mache. Tut mir leid. Chibi Chaba, du bist tot. Hast du schon das neue Red Bull getestet? Du meinst das Red Bull, das ich mir selber gekauft habe, ne? Ey, ich war überall. Ich war im Rewe, im Edeka. Überall habe ich gesucht gehabt, bis ich dieses Red Bull gefunden habe und selber gekauft. Spaß, habe ich ja schon gesagt gehabt. Hat meine Freundin gekauft. War nicht so geil, muss ich sagen. Ich fand es schlechter als das Pinke. Ich bin Megaschild, sagt Jungs, hört auf jetzt, die Fleischdose vom Megaschild wahrscheinlich. Ich bin Onkel Montes Onkel. Ich kann Chat jetzt auch wieder unlesbar heute, Kappa. Nur gute Minigames bisher, da ist doch einfach noch Glück. Was ist daran gut? Oh, ich hätte ein bisschen aufpassen müssen, glaube ich. Ich glaube, nein, Megaschild, mach eins. Eins, Megaschild. Ey, komm schon, wir hauen Megaschild raus, Mario. Ey, Benny, komm schon, wir sind doch so. Mana eins, Mana eins. Ja, wir sind so, Benny. Jawohl! Megaschild, raus mit dir! Raus! So, wichtig. Okay, jetzt ein bisschen aufpassen, okay? Wie war die Regel nochmal? Ah, schreibt nicht in den Chat. Er darf nicht wissen. Boosterback wird aufgemacht. Ah, nee, Bulak. Nein, weiß nicht. Nächster breche ich bei dir ein, um die Codes schneller zu sehen. Ach so, extra dafür. Ah, ja. Zwei. Okay, machen wir Mathe-Mano machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, ich muss noch 1 machen. Ich weiß es nicht. Ich finde das auch mit. Ja, ja, ist nicht so. Ist nicht so das wahre Leben. Also, ich würde es mir nicht mal holen. Also, ich habe es leer getrunken, ne? Weil man macht ja keine Lebensmittelverschwendung, aber ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Gegen Megaschild geteamt. Bester Clip aller Zeiten. Ich bin etwa das Betrug. Die Reaktionszeit von manchen ist echt langsam. Ja. Okay, Achtung jetzt. Oh, ich bin tot. Oder nee, ich bin nicht tot. Jetzt habe ich gewonnen, ne? Jetzt habe ich gewonnen. Ob er jetzt zwei nimmt oder eine, ich habe gewonnen, weil ich IQ-Mano bin. Das Studium hat sich mal wieder gelohnt, Freunde. Tja, Benny, aber der zweite Platz ist auch ein guter Platz. Ich bin das Haustier von deinem Haustier. Imagine, Haustiere hätten auch Haustiere. Wäre schon funny. Was für sinnvolle Nachrichten heute. Unfassbar, Paul. Es hört auf mit den Megaschild-Kommentaren, Freunde. Könnt ihr auch irgendwas anderes in den Chat schreiben? So, zack, immerhin auf dem dritten Mal vorgekämpft. Ist ja schon mal ein Vorteil. Zurzeit hat Erdi einen IQ vom 100, aber bald nicht mehr. Ja, IQ vom 100 ist es auch nicht wirklich so arg viel, oder? Ich bin dein Bruder, ja. Welche Rasse ist dein Hund? Ich hab's wieder vergessen, frag mich nicht. Captain American hat ein Megaschild. Ah ja. Imagine zu sagen, dein Studium hat sich ausgezahlt, weil du in einem Spiel deswegen gewonnen hast. Hallo? Hallo? Das sind die kleinen Dinge im Leben. Und der eine wurde weggehauen jetzt, oder was? Von diesem komischen Auto. Okay. Hört auf mit diesen ich bin der und der. Hört auf. Ich bin... Nein. Ich lese jetzt keine Kommentare mehr vor, die sagen, ich bin der und der, ich bin der und der, ich bin der und der. Vater ist ein Shih Tzu, Mutter ein Pudelmix. Ah, Fanfictionärer, Junge. Das sind die Sachen, die du dir merken kannst, oder was? Ja, Vater ist ein Shih Tzu, Mutter ist ein Pudelmix, ja. Ah. Wieso wisst ihr das besser als ich? Wieso merkt ihr euch das? Was ist mit euch los? Ich bin da... Nein. Ich tu nichts mehr vorlesen, was das heißt. Wie viele Felder fehlen uns noch bis zum Stern? Wie viel? Bist du noch gebrochen, ne? Ach, 30 noch? Ach, hat mich das Auto auch weggehauen. Och, Junge. Das dauert ja Ewigkeit, bis er am Stern ist. 30. Ne, mache ich das nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Hast du auch eine Schublade voll mit Pokémon-Karten? Ich glaube, irgendwo im Keller habe ich noch welche. Und halt auch noch so eingeheftet habe ich auch noch welche. Ich bin... Nein. Ich lese das gar nicht hervor. Ich lese das gar nicht hervor, was in Chat steht. Marion, moin.
Wenn ich sonst nichts kann, dann wenigstens das. Ach so. Ach Mann, es ist wieder so lange her. Jetzt, ach Mann, jetzt muss ich wieder Alimente zahlen beim Finanzamt. Ey, als ob die nicht schon genug Geld hätten. Achtung, Yoshi. Alle gegen Yoshi. Die ganze Welt gegen Chibi Toilette. Geld am laufenden Band wäre gut. Jawohl, schön. Ich sehe deine Haarbürste. Was laberst du für eine Scheiße? Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Schwierig. Habe ich nicht unbedingt. Ulti? Nee, Spaß. Marion, moin. Aha, gut. Da sind wir ein paar Münzen mit, würde ich sagen. Da ist natürlich der Einspieler in Vorteil. Aber gut, ich bleib rechts, Freunde. Ich bleib rechts, weil wir gehen immer links hin. Nein. Eine Münze natürlich liegen lassen, leider. Ah, gib mir mal einen schönen Geldsack. So schön plus 5. Nein. Ah, gut, der Mario räumt auf hinter mir. Ja, aber das müssen wir kriegen. Ach nein, Yoshi, hast du schon eingesammelt. Ah, Megaschild, fall doch nicht runter. Was ist mit dir los? Ey, Megaschild, du Drecksau! Er räumt seinen eigenen Teammate weg. Was bist denn du für einer? Wegen Megaschild gestorben gerade. Ehrenlos, Alter. Selbst im Team. Selbst im Team bummst du mich weg. Vegan Coach, moin. So. Ah, kennst du Black Shadow? Es gibt keine sehr viele Shadows hier im Chat. Seit wann macht Ulti Shorts? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ist ja wirklich bodenlos. Du bist genauso ein Ehrenmann wie Deomtendo. Ah ja. Das ist schon ein Riesenkompliment. Mach doch keinen Booster auf jetzt. Ich darf keinen Booster mehr trinken heute wieder. Ach, ich war mega Schisskarton. Wirklich. Ach ja, zwei Pilze. Ich glaube, Benny hat eine gute Chance, es den Stern zu kriegen, wenn er die beiden Pilze einsetzt. Bodenlos, wie rubbellos. Ja. Magst du Ulti? Nein! Ulti, die Drecksau. Oh nein, ich hasse diesen YouTuber. Schwitzer Brille? Na, bringt das was? Meint ihr, Schwitzer Brille bringt was beim Würfel jetzt? Mit allerhöchsten, dass man Finanzamt bezahlen muss. Mal gucken, was das bringt. Ich bin Deomtendo. Okay. Tag 1, um dafür zu sorgen, dass Ermano sich an mich erinnert. Best VIP-Streamer. Ich wünsche dir viel Glück. Bitte jetzt einmal eine 10 würfeln wegen der Schwitzerbrille, Freunde. Auf ganz entspannt. Gönn die für... Die 10. Schwitzerbrille ist die größte Rotzbrille. Also ganz ehrlich, da gibt es gar nichts zu schwitzen, Alter. Ja, Itemfeld. Oh, außer wenn ich jetzt eine Goldröhre kriege. Hä? Goldröhre? Goldröhre in der vierten Runde? Ja, wahrscheinlich. Ja, Doppelwürfe wäre gut, oder? Oder Pilz, eins von beiden. Ah! Oh, okay, Pilz ist auch in Ordnung. Kommt drauf an, halt, was beim Doppelwürfel rausgekommen wäre, aber ist auch in Ordnung. Spiel mehr Fortnite. Ach so. Werf mal anstatt dein Controller deinen Stuhl. Das wird bestimmt gut ausgehen, Kappa. Magst du den YouTuber Stunrix? Sag mir ehrlich gesagt nichts. Bin so auf die neue Nintendo-Konsole gespannt. Stell dir vor, sie heißt wirklich Switch Attach. Nein, niemals, glaube ich. Ich glaube nicht. Vor allem, ich habe ja nochmal dann ein bisschen recherchiert gehabt zu Switch Attach. Und es gibt halt Real Talk nur diesen einen einzelnen Screenshot von dieser angeblichen YouTube-Umfrage. Hätten es ein paar Leute so einen Screenshot gemacht, wäre es realistischer gewesen. Ne? Aber nur dieser eine einzelne kann halt auch Photoshop sein. Ne? Benutzt Schwitzer Freundin. Jo, wahrscheinlich. So. Hab kurz nicht aufgepasst und schon hat dieser Typ eine Sonnenbrille auf drin bei Nacht. Hallo? Wird's halt nochmal angezogen jetzt hier. Hier wird's ja nochmal angezogen. Ach nein, mit wem bin ich im Team? Mit Yoshi. Mit Chibi Chopper. Okay. Was muss ich machen? Ich muss lenken, oder was? Okay, ich muss lenken, der Lenkboss. Ich lenk das. Ich geb's zu, ich habe die Umfrage gemacht. Welche Umfrage? Umfrage? Habe ich gar nicht mitbekommen, Junge. PNGN, was machst du hier? So, Schwitzerbrille muss Glück bringen hier beim Minispiel. Wir gehen durch den ersten Regenbogen. So, der zweite. Jawohl, also wirklich einfach Meisterpilot, Junge. Sergio wäre stolz auf mich. So, nein. Aufpassen. Oh, ausgewischen. Wer ist am Telefon? Wichtig. Achtung, da kommt der nächste. Wieder absinken, Freunde. Ich bin der, der lenkt, Freunde. Okay. Schön paddelst du in den Pedale, mein Freund. Jawohl, man holt jeden einzelnen Regenbogen mit. Nicht auf die Bowser-Dinger jetzt. Bitte nicht auf die Bowser-Luftballons. Das sieht sehr gut aus. Nein! Oh, der Bowser-Luftballon von oben. Die eine Kugel. Ich gebe mir gleich die Kugel. Okay, gut. Nicht schießen. Okay, wir sind freundlich unterwegs. Okay, gut. Aber wir haben das Game perfekt gespielt. Wenn wir jetzt noch ausweichen. Per-
perfektes Team, die Schwitzerbrille. Let's go, Jimmy Toddett. Da haben wir rasiert. Wichtig, gutes Team gewesen. Nimm das Schwitzer Scheißhaus. Ah ja. Bist du dämlich? Ja, ich sehe das bei mir nicht, wenn eine Umfrage gestartet wird, heimlich. Ich sehe es ja auch nicht. Umfrage habe ich nicht gesehen. Ich denke, die Switch 2 wird einen ganz anderen Namen haben, weil der Fehler von der Wii U werden sie nicht nochmal machen. Ja, also ich würde es auch sehr wundern, wenn die jetzt nochmal sagen, Switch 2, Switch Attach. Es muss eigentlich wirklich ein anderer Name sein. Ich habe keine Umfrage geredet, Pegan. Kriegst gleich ein Timeout, Junge. Was für Umfrage? Wann habe ich schon von der Umfrage geredet? Hä? Bin ich lost? Vermutlich auf YouTube? Nee. Du siehst cool aus, Dankeschön, Marco. Ich bin der lenkt, damit musst du jetzt unbedingt angeben, oder? Ey, es war wichtig. Unfassbar wichtig. Du trollst doch. So, reicht es auch langsam. Timeouts. Timeouts. Pengu, Penge. Pengu, Penge. Zwei, nee, 100 Sekunden. So, denk mal drüber nach, wie du mit deinem Arbeitgeber redest hier, mein Freund. Ganz ehrlich, ist kein Red Bull auf der Gamescom. Also mal wirklich, du U, was für du U? Warum sollte ich nicht, was redet ihr bei YouTube hier? Wie kaputt ist schon dein Tisch? Hat schon ein bisschen Dellen, aber ich bin schon wieder hier, ich habe einmal nicht aufgepasst. Ey, kein Einzelner bekommt hier einen Stern. Wer tut denn die ganze Zeit diesen scheiß Wagen aktivieren? Ey, Mann, ich bin schon wieder ganz am Anfang, Alter, ich könnte kotzen. Wer war denn das jetzt schon wieder? Der wahre Mono-Fan. Moin. Bester Name aller Zeiten. Ja, CR7 Münzen. Ey, Junge, kein Einzelner bekommt einen Stern. Was ist denn das für eine Runde? Nur Bonussterne oder was? Wie würdest du reagieren, wenn ich nur auf die Bowserfelder gehen würde? Timeout, Kappa. Was hättest du davon? Was hättest du davon? Safe, keine Switch 2, aber bestimmt erhalten, die das Konzept der Hybrid-Konsole. Kann sehr gut sein, ja. Ach, er lässt schon wieder laufen, Alter. Okay, Itemfels. Die Umfrage wegen dem Namen von der nächsten Konsole, meinte er, glaube ich. Ach, ich habe doch... Oh mein Gott, das war doch nicht... Damit war doch keine Umfrage gemeint. PNGN. Ah, ja, das sieht man wieder, dass meine Shorts nicht schaust, mein Freund. Damit war die Umfrage in meinem Short gemeint. Und nicht, dass du jetzt eine Umfrage machen sollst. PNGN, lost. Ganz ehrlich. Einfach rausgefunden, dass du nicht meine Shorts guckst. Also peinlich, wirklich. Peinlich, PNGN. Aber ihr wart alle vier dort, ja, aber trotzdem. Duellhandschuhe. Okay, geht's da wieder um Münzen oder was? Bonus, Minispiel mal zwei, wäre schmackhaft. Du kannst auch eine YouTube-Umfrage machen, auch wenn es um nichts geht. Fehlen gerne, jetzt wissen nicht mehr Mod. Ist doch geil. Bengu, Beng, so. Ja, ey, ganz ehrlich, du hast halt einfach zugegeben, dass du kein Erdmann-Viewer bist. Ach, nicht schon wieder Tetris. Mann, es ist ein mal zwei Minispiel, ich gebe mir das nie. Okay, wir versuchen's. Hau rein, bis morgen, Messi Martin, bis morgen. So, ich versuche wirklich so schnell, wie es nur irgendwie geht. Oh Gott, ach, genau deswegen habe ich es auch verkackt, wer ist am Telefon? Ach nein, nicht gut. So, schön, einmal umdrehen für den Dreier. So, wichtig. Zack, nochmal. Oh, ja, ich weiß wohin damit. Ich darf mir nicht so viel Zeit lassen hier bei den Entscheidungen. So. Na, wir einfach Blatt drücken wir jetzt am Telefon. Pink, 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 pink. Oh, ich hätte zum Blauen machen sollen, ich Idiot. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, nicht gut. Nein, 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 nein. Was mache ich da? Aber ich muss mich halt beeilen, mein Megaschild mitmachen. Deswegen mache ich die Anfängerfehler. Oh Gott. Einfach weitermachen, Freunde. Vielleicht löse ich das Problem auch vom selber bald. So, wichtig. Und da, ich habe 24. 47 hat der eine. Was? Wie schnell seid ihr? Das ist ja schon lost. 47, der Tetris-Boss. Was denn da passiert? Runterdrücken. Oh, Junge, ist ja mal voll der Schmutz. Ja. Gelb, Grüße gehen raus. Ach, ja, ich habe jetzt schon verloren. Ich brauche gar nicht weitermachen. Junge, holy shit. Ja, danke, dass er komplett reingeschissen wird auf einmal. Ja, keine Chance. Die sind viel zu gut. 96, Junge, was sind denn für Freaks? Benny rasiert noch mehr. Also, es ist ja geisteskrank. Holy shit. Ich habe einfach dann irgendwann aufgegeben.
Domi hasst dieses Game auch, es ist einfach nur schlecht programmiert. Kein Retro, Mano, auf keinen Fall. Ach, null Münzen beim Bonus-Minispiel ist ein Vollbruch. Wer bist du? Ist eine gute Frage, Junge. Bin neu auf Twitch, was bringen mir die Mücken? Da kannst du Kanalbelohnungen einsetzen. Oh, bin ich das Letzte eventuell? Oder bin ich Zweiter? Scheiße, ich krieg kein Item. Wäre es gut gewesen, wäre ich jetzt irgendwie Dritter gewesen oder Vierter. Kommt ganz, ganz selten, bekommt der Zweite auch was. Ganz, ganz selten. Komm, gönn! Vorhersage wird getroffen! Gönn, gönn, den Zweiten. Komm, Scheiger, du bist ein Ehrenmann! Ach, Donkey Kong, natürlich kriegt wieder mega schön. Wer kriegt das eine Goldröhre? Wer Goldröhre? 10 Münzen! das ist ein Big L! Big L für Donkey Kong! Oh mein Gott, 10 Münzen, Junge, das ist ja gar nichts. Holy shit! Bringt nichts. Kennst du den Mario-Film? Er kommt ein zweiter in 2026 raus. Weiß ich, aber ich habe ihn tatsächlich nie wirklich geschaut. Megaschild ist erst ab der 5. Runde wieder Erster. Ja, ist das wäre so ein typischer Megaschild gewesen. Er ist Goldröhre, Sterne wäre wieder Erster gewesen. Aber leider nicht. Ich gebe diese Maske. Was hast du gegen die Maske, hallo? Ich verbreite keine Gerüchte. Was hat Lilly reingeschrieben? Was für Gerüchte verbreitet sie? Was für Gerüchte? Ach so, Trauzeugen. Aber was? Wieso wird hier über Heiraten geredet im Chat, im YouTube-Chat? Was ist denn da los? Bin gerade gejoint, Loco. Moin! War gerade draußen mit dem Hund. Du verstehst nicht, wie gebrochen ich war, weil ich davor mit weitem Abstand als Erster reinkam, danach aber nicht mehr. Gebrochen, Mano. Das war's komplett, Gabo. Spielst du Mario Kart 8 Deluxe morgen? So, 10 Würfe. Und darf ich es endlich mal bitte langsam den Stern kriegen? Es wäre wirklich wunderklasse. Okay, Zielgerade. Ich hätte den Pilz aktivieren müssen. Dann hätte ich mir nächste Runde den Stern holen können. Ah, ich hätte den Pilz wirklich. Komm, schaff jetzt auch mal raus jetzt langsam hier. Nein, wenn jetzt dieses scheiß Auto wieder kommt und mich wieder komplett zum Anfang befördert, bin ich so durchgebrochen. Wann wieder Schwitzerhemd beim nächsten Heidensieg. Oh, mit wem? Ach, Junge, es war so klar. Natürlich mit mir. Ich meine, Jimmy Toilette hat mehr Münzen, aber egal. Passt schon. Der Heiratsmann. Oh, wann kommt Merch? Verbotene Frage. Okay, was macht er jetzt? Kein Auto. Lauft ihr eigentlich bisher nur auf eine Linie? Ja, bisher nur auf eine Linie. 51 Münzen! Oh mein Gott, also wer jetzt das Minispiel verliert, ist tot. Da gibt es auch keine Comeback-Möglichkeit mehr. Er hat 0 Münzen, 0 Sterne und ich habe 2 Münzen, 0 Sterne. Oh mein Gott. Bitte das Asteroiden-Game. All in, ey. Oh mein Gott, es geht um alles, Freunde. Wenn ich jetzt verliere, tot. Oh mein Gott, nicht das Game. In dem Game bin ich am schlechtesten. Oh nein, das ist gar nicht gut. Och nein. Oh nein, Megaschild ist da auch gut. Oh Gott, es ist 50-50, Freunde. Belief bitte im Chat an mich. Ach du Scheiße, es geht um 51 Münzen. Ich werde auch nicht auf den Chat gucken. Ich werde nichts sagen, ich werde gar nichts machen. Ich werde einfach nur fahren wie ein Weltmeister. Das ist das Ziel. So, fahren wir. Nein, da oben hätte ich auch direkt hingehen müssen. Nein, 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 nein. Ich habe alles verkackt. Ach, nein, der Druck ist so hoch. Oh nein, er muss auch einen Fehler machen. Nein, der Druck ist viel zu hoch. Es ist viel zu hoher Druck. Bitte macht er einen Fehler, Jungs. Bitte macht er einen Fehler. Bitte macht er einen Riesen. Er macht gar keinen einzelnen Fehler. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Mach einen Fehler, du Dreckskerl. Mega schön, weil du das letzte Mal wohl mitgemacht hast, Junge. Ach, Junge. Ja, ich bin raus. Ich habe jetzt hier noch 4 Runden spielen ohne irgendeine Chance. Ach, Junge. Ja, das sollte doch verboten werden, Junge. Das sollte einfach verboten werden. 51 Münzen, Junge. Ist auch noch Versus-Feld. Ja, ich krieg das noch mehr Münzen. Ach, du Scheiße.
Ah ja, bitte mach jetzt 30 Münzen, bitte. Mach jetzt 30 Münzen und ich krieg so viele Münzen wieder zurück, bitte. Mach so viele Münzen, wie nur geht. Mach 100 Münzen. Mach 100 Münzen, mach einfach direkt 1000 Münzen. Mach alles, was geht. Mach jetzt. Wenn ich hier gewinne, wäre ich wieder weg. Dann hätte ich zwar meine 50 Münzen nicht wieder zurück, so ist nicht, aber ich muss gewinnen jetzt. Ach du Scheiße. Der typische Mega-Schild, da wirklich so eine Rotze, Alter, wie er auch mich gewählt hat. Wieso? Ach, nicht Fruchtkorb jetzt, nein. Verrücktes Ausschneiden. Sind wir jetzt im Kindergarten bei Fanfiction Ehre? Oh mein Gott. Da bin ich eigentlich ganz in Ordnung. Aber ich weiß halt nicht, wie die anderen sind. Es muss mir auch noch Ulti ausschneiden. Oh, es muss mir auch noch Ulti ausschneiden. Ach du Scheiße. Ulti entscheidet jetzt. Ich muss Erster werden. Ich muss es machen. Squid Game. Es leckt. Um die schwierigste Passage. Es könnte reichen. Mario ist... Nein, Benny ist zu gut. Benny ist zu gut. Zweiter. Ey, Benny. Wieso ist das so gut? Ich meine, ich kriege trotzdem mehr Münzen zurück, ne, als ich gemacht hatte, aber... Rotz-Minigame. Mann, er haut 90 Punkte raus. 6 Münzen nur für Mega-Schild. 12, ja, super klasse. Ja, 12 Münzen. Ich meine, wenn ich jetzt zumindest das nächste Minispiel gewinne, kann ich mir zumindest den Stern holen, theoretisch, ne? Aber ausschneiden, das passt auf, dass er nicht die Lippe schneidet mit der verdammten Bastelschere. True. Benny kriegt doch Hilfe vom Lionheart. Und der Plattenmeister, was denn das? Benny hat 69 Münzen, ne? Ah ja. Mein Hand am Ende. Oh, da bin ich auch ganz gut eigentlich. Aber Benny ist anscheinend der krasse Mario-Party-Spieler Europas. Deswegen weiß man nie. Da bist du doch gut. Ja, eigentlich schon. Aber mal abwarten. Mal abwarten. Benny hat ja schon 2 Minigames komplett rasiert. Da gibt es eine neue Wette. Ja, weiß ich ja nicht. So, Achtung, jetzt kommt schon. Ich muss sie gewinnen. Dass ich mir den Stern leisten kann. Sehr schön gemacht. Oh mein Gott, bin ich ein Profi. Oh. Nein, ach nein, gib mir die Dinger jetzt! Ach, Lunge! Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht! Die Anspannung ist hoch! Mann! Jetzt aber, komm! Ihr Drecksäcke! Lass mir die Dinger jetzt! Meine Fresse, ich werd platt getreten! Ja, das war's. Ich krieg's nicht. Dieser Benny, Mann! Der hackt doch! 10 Stück wahrscheinlich! Ey, ich nehme es wieder zurück, dass du hier mitspielen kannst beim Glücksrad. Ah, das ist ja... Ey, der hackt doch! 10 wahrscheinlich! Ach, ja. Übrige Runden 4, cool. Ich krieg den Stern nicht mehr. 10 ist echt krass. Wirklich. Moin, Paul. Ich bin so gebrochen. Wenn du es gebrochen. Das ist meine letzte Hoffnung, dass keiner mehr den Stern kriegt. Oh, Mann. Oh, wie soll ich denn meine Münzen zusammenkriegen, Freunde? Wie soll das gehen? Skill-Issue wahrscheinlich. Ah, Florian, ich habe deine Nachricht doch schon beantwortet. Florian, bitte scroll einfach zurück. Dieser HS-Move, wo er sich dreht. Ah, ja. Jetzt reicht es langsam. Wir starten eine Petition, um Controller aus seiner Gewalt zu befreien. Nein. Oh nein, der Tisch ist wieder gesplittert. Wegen Benny. Ach, Digga, also ganz ehrlich. Ah, immerhin auf Mega-Schild. Ach, der Tisch ist mal wieder gesplittert. Das war's komplett. 5 Stück habe ich geschrottet, Mano-Fan. Fies. 3 Runden noch. Ja, okay, Mario. Oh Gott, jetzt muss ich mir auch noch die Scheiße reinziehen. Ach, oh, ich hab keine Lust mehr, jetzt eure Scheiße reinzuziehen. Oh Gott. So gebrochen, Mann, heute. Komm, setz doch mal wenigstens alles. Komm, jetzt mach mal irgendwie wenigstens ein spannendes Minispiel. Ich mach nicht nur eine Münze. Komm schon. Komm, jetzt ist Benny, der hat doch gefühlt 10 Minispiele schon gewonnen. Wahrscheinlich hat der Angst jetzt, oder? Komm, setz mal irgendwas jetzt.
Ich weiß, warum ich das Brett nicht so sehr mag. Das Brett ist auch wirklich Schmutz. Oh, er ist jetzt wirklich 59. Ah ja, wieso genau 59? Achso, dass er sich noch einen Stern leisten kann, oder was? Ah ja, hat er kurz Mathe-Mano gemacht. Okay, da geht's ja immerhin um was, ne? Was für ein Controller? Das ist der Pro-Controller. Wie teuer waren bisher deine Ausraster? Kann man ja von der Steuer absetzen, ne? Er hat jetzt vorhin angehört, dass du eine Basis-Tattoo-Bart hast. Ne, jetzt war meine Red Bull-Dose. Oh, hätte man nicht das machen können, Megaschild und ich, da wäre ich gut gewesen, Mann. Ey, das Rotz-Scooter-Game, was ich da spielen musste. Das ist aber auch so ein Schmutz. Gib nicht auf, du kannst noch gewinnen. Wie? Ich krieg keinen Stern mehr jetzt? Ich habe keine Münzen? Ich muss beide Bonussterne bekommen. Das ist die einzige Chance. Aber welche Bonussterne soll ich kriegen? Ich krieg keinen Minispiel-Bonus, ich krieg keinen Münz-Bonus. Ich krieg den auf den Sack kriegen-Bonus. Bin in 5 Tagen in Serbien, kann erst am Sonntag mitspielen. Let's go. Unglücksbonus. Ja, nee. Ich bin auch auf kein rotes Feld gekommen. Oh mein Gott, Benny verliert. Benny verliert 59 Münzen. Oh mein Gott. Aua, das tut aber weh. Oh Gott. Toadette gönnt sich die 59 Münzen. Oh mein Gott. Benny hat so viele Minigames gewonnen und jetzt muss er alles abdrücken. Puh, scheiße, Digga. Alles brutale Ausraster und den armen Controller. Also. So, was fehlt mir noch? Eine 16. Was fehlt? Megaschild. Megaschild, ja. Ich setze mal einen Glückszahlwürfel ein, okay? Und werfe eine 10, würde ich mal behaupten. So, wo ist denn der Stern überhaupt? Da vorne, okay. Wo komme ich hin, wenn ich auf eine 10 möge? Eine 9 mache ich. Ich mache eine 9, Freunde. Komme zum Glücksfeld und kann mir mit ganz viel Glück eventuell nächste Runde den Stern ergeiern. Mit ganz viel Glück. Wer weiß. Weil es halt gut, dass Megaschild jetzt hier einen Pechwürfel hat an der Backe. Ich sehe es jetzt schon. Mir fehlt genau eine 1, weil ich nicht aufs rote Feld wollte. Du machst diesen zweiten Platz. Ich hoffe nicht. 20 Münzen, bitte. Ich wäre so back in Game. Da, 20 oder 15. Auch gut. Back. Ja, okay, back kann man jetzt nicht sagen. Aber immerhin mal wieder ein bisschen Geld zusammenkratzen. So, er kann eh nur eine 1 bis 3 würfeln. Scheiß drauf. 1 wäre so gut. Ja, sehr gut. Das heißt, nächste Runde kriegt er ihn auch nicht. Gut, Mano. Das war voll lustig, wo ich die 51 Münzen geklaut habe. Kriegst auch gleich 51 Minuten Timeout, mein Freund. Mega steht für jede Münze eine Minute. Was kommt nach Mario Party jetzt? Gar nichts mehr, Florian. Immer bis 21 Uhr. Shadow GAG, hau rein. Schön, dass du am Start warst. So, gute Nacht. Schießen und B war nach oben schießen, okay. Boah, ich frag mich, worauf die Leute gehen werden. Auf welchen Mann, ich weiß es nicht. Alter, der Tisch splittert so heftig. Ich habe hier so viel Splitter in meiner Hand. Das war es wirklich komplett gewesen, ne? Mal kurz mit dem Taschentuch ein bisschen absplittern. Nicht, dass ich mir noch weh tue. Das wäre nicht so gut. Hallo, kann man schon ready machen? Benny, mein Freund. Auf was wartest du? So, wieder schön flach geschmirkelt hier. Für jede Münze eine Stunde. Perfekt. So, okay, wir verstecken uns erstmal. Na, lass mal die anderen erstmal Krieg führen. Obwohl, wenn ich ja gerade eh so eine gute Pose hab. So, auf den Mario. Schön, Benny. Benny, zack, Benny raus. Zack, Yoshi, Chibi-Chapa, oh, let's go. Okay, oh nein, 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 aufpassen, er wird gleich überall drüber Schießer. Oder was, er macht nicht überall drüber Schießer? Oh, das habe ich gewonnen. Jawohl, endlich mal ein Minispiel gewonnen. Ah, gut für die Moral, Alter. Absplittern, ja natürlich muss ich jetzt absplittern. 40 Münzen wieder auf der hohen Kante, ich habe mich wieder rehabilitiert langsam. Moin, Katrin und moin an Finja, schön, dass ihr am Start seid. Du bist ein Panzerkampfwagen VI auf B-Angriff. Okay. Moin, DGERJF. Ich habe immer das Gefühl, dass der Schuss nach oben kaum was bringt. Hat gerade wirklich nichts gebracht. Oh, jetzt soll mal auf die Cooper-Bank kommen und das ganze Geld einsammeln und ich werde wirklich back in Game. Oh Gott, Jakob, auch moin an dich. Ihr solltet jetzt eigentlich, wenn alles nach Plan läuft, sollten wir den Stern kriegen. Ich setze den Pilz ein und dann müssen wir, glaube ich, Stunde 2 werfen oder so. Also wenn wir jetzt eine 1 werfen, dann ist komplett lost. Luffy, moin. Benji, moin.
Ja, Graf Moin, schauen alle Moin rein oder was? Ja, so. Ja, Mano gewinnt den Krieg. Ja, zumindest einmal im Leben. 20? Ja, da schafft's nicht mehr. Selbst mit der 10. Nee, Mario, das schaffst du nicht mehr. Benny ist wieder out of game. Ich meine, er kann immer noch den Minispielbonus eventuell kriegen. Aber da muss er natürlich dafür erstmal kommen, ne? Noch ein paar Minuten Just Chatting. Kommt drauf an. Um 21 Uhr ist Schluss. Und Moin, also. Irgendwann muss ein neuer Tisch her. Der alte Tisch ist Legende durch die Auswahl von Mario Kart und Mario Party Superstar. Ja, das ist true. Irgendwann neuer Tisch. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal ausziehe, in 10 Jahren, leider gefühlt. So, ach, ich muss nur eine 2 werfen. Also, wenn ich jetzt eine 1 werfe, gebrochen. Also, bitte nicht. Bitte ist nicht nur eine 1. Sagt ihr knapp, oder was? Sagt ihr knapp? Oh Gott, Alter, es kommt auch das grüne Feld. Ah, grünes Feld, gut für eigenes Bonus, theoretisch. Ich kaufe den Tisch. Wahrscheinlich willst du einen gebrochenen Tisch dann haben, oder? Sehr schön. Ey, wer hat's gedacht, dass ich den ersten Stern kriege? Ich hätte wirklich nicht mehr damit gerechnet. Oh. Hallo, Mano, mein Loco. Jetzt nochmal das grüne Feld ist gut für den Bonus. Ist sehr, sehr gut. Wo kommt's hin, ist die Frage. Ja, ich glaube, Megaschild könnte ihn kriegen. Also, die könnten den alle kriegen jetzt. Aber die haben auch nur noch 2 Runden Zeit. Ist nicht mehr so arg viel. Es ist möglich. Guck mal, alle 3 könnten den kriegen. Ereignisfeld, was passiert? Oh! Das ist immer mega gut! Ich bin direkt vorm Stern! Ich krieg ihn nochmal! Ich hab die 20 Münzen! Oh mein Gott! Das ist das Beste, was da jemals passiert ist. Ich muss nur eine 4 würfeln oder so. Oh, let's go! Alter, wie geil ist das denn, ey? Was ist eigentlich mit den 17 Euro Billigcontroller passiert? Der ist schon längst tot. Eine Münze. Ach, Junge, wie kann man denn so langweilig sein? Ja, danke dafür, Junge. Alter, da schalte ich sogar weg, so langweilig ist das. Spaß. Ach, eine Münze, Junge. Was ist denn da los, Alter? Wenn jetzt nichts mehr passiert, ist auch noch das Drecks-Minispiel hier. Ja, komm, macht ready. Ihr wisst doch alle, wie das geht. Kommt schon. Ach, um eine Münze, dann müssen wir jetzt zugucken. Also, was hat schon passt? Alles, Rexlix. Hä? Megaschild bleibt stehen? Er will nicht mal gewinnen? Okay, das ist jetzt, okay. Ich weiß, es geht um eine Münze, aber man kann ja trotzdem so machen, als ob man gewinnen will, zumindest. Dann morgen Stream, 18 bis 21 Uhr. 18 bis 21 Uhr mit Mario Kart Challenge und Getting Omelette. Du wusstest doch, dass das mit der 2 so passiert. Ja, sag mal so, wenn ich jetzt den nächsten Stern kriege, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ich gewinne. Will ja nichts sagen, aber es ist schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich gewinne, wenn ich jetzt den zweiten Stern auch noch kriege. Nochmal kurz vorbeischauen, um zu schauen, wie es kurz vom Ende steht. Ich führe gerade, Fuegro. Ich führe gerade. Er ist disconnected. Echt? Nee, da steht doch noch Megaschild und kein CPU. Digga, wie lange brauchen die für das Minispiel? Junge, sind die alle beide schlecht? Was zum Teufel? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's auch wunderbar hier gerade im Stream, oder? Gehst du den 17 Euro Billigcontroller auch regelmäßig an seinem Grab besuchen? 100%. Benny hat immer Pech. Digga, also wie lange sind die denn hier in den Minispiel, Junge? Wir sind hier schon 10 Jahre. Mach den Scheiß jetzt mal langsam zu Ende. Hallo, Alter, Junge. Das kommt mir gerade vor wie ein Fiebertraum. Das dauert, hä? Hallo, wo ist denn das Ziel? Wie lange sind die noch weg? Wie geht's mir? Ist eine gute Frage, Lufek. Gute Frage. Was sind das denn für neue Kanalbelohnungen? Tja, muss man halt wohl ausprobieren, Graf, ne? Ja, die Map gegoogelt. Digga, also das Megaschild, das noch gewinnt. Also es war sehr, sehr knapp gewesen. Geiles abgelaufenes Booster. Es war zwar sehr, sehr knapp gewesen, aber das Megaschild noch gewinnt, obwohl er 10 Sekunden lang stehen geblieben ist. Ach du Scheiße, Alter. Moin, User, was geht? Endlich ist der Scheiß vorbei, Alter, mein Leiden. Achtung. Ah, Traumato. Graf, weiß ich. Alle gegen mich? Wieso alle gegen mich jetzt hier? Was soll das? Hä? Aquaknarre war verbuggt jetzt gerade, oder? Aquaknarre war verbuggt wegen dem Bowser-Lachen. Das war's komplett. Ah, okay. Ich muss einfach nur... Okay. Eigentlich idiotensicher. Eigentlich. Manchmal kann auch die Aufregung reinkicken. Er ist oft in die falsche Richtung gelaufen. So, kommt jetzt. Bowser setzt Aquaknarre ein. Es war ein wildes Crossover gerade.
So, let's go! Wir drücken B! Schön über die Steine. Und ich muss auf die Lilianen dran gehen, habt ihr gesagt. Ne? Die Lilianen bringen mir was anscheinend. Nee, die bringen mir jetzt doch nichts. Wenn ihr mich verarscht habt, dann war es das wirklich komplett gewesen. Komm, ach, ich schaff's nicht mal ran. Oh, das war es ja mal komplett. Egal, selbst wenn man keine einzelnen Lilianen nimmt, schafft man das eigentlich, wenn man keinen Fehler macht. Schön. Ah ja, es bringt wirklich was, glaube ich. Es bringt wirklich was. Zack, der nächste Holzstamm mitgenommen. Oh nein, 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 nein. Aber es ist ein Big Risiko. So. Ja, eigentlich darf nichts schief gehen. Eigentlich. Aber die Piranha-Pflanze ist schon sehr nah an mir dran gewesen. Oh nein, 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 nein. Fehler, Mano, Fehler, Mano, Fehler, Mano, Fehler, Mano. So, nächste, zack, die Liliane. Ulti, aber auch bitte endlich. Ja, 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 easy. Also, das ist halt das Geile. Wenn du als Einspieler hier keinen Fehler machst, gewinnst du immer. Dann hast du schon mal verloren, aber nur einmal. Ich hab's auch schon mindestens zweimal gewonnen jetzt. Hab alles ausprobiert, Graf. Das war eine teure Aktion. Wie viele Kinder hat Bowser? Ach, gefühlt 10 Stück, Alter. So, wie viel fehlt mir denn? 1, 2, ich muss nur eine 3 würfeln. Also wenn ich es nicht geschissen kriege, eine 3 zu würfeln, also dann ist auch wirklich komplett verloren. Fehler mal nur auf die 1, auf gar keinen Fall. Markus Troll, moin. Knapp, Alter. Nee, sah nur knapp aus. Knapp, also richtig knapp war es nicht gewesen. Ich hätte mir locker noch 1, 2 Fehler leisten können. No flex. 3000 Punkte, mein Beileid. Tja, wo gehst du jetzt halt hin, Yoshi, ne? Das ist jetzt eine gute Frage. Er könnte es natürlich irgendwie auf Spekulationsbasis irgendwo anders hingehen. Oder er geht halt dann doch zum Stern. Browser ist ein Macher. Browser, nicht Bowser. Achso. Ja, Bomben jetzt auf die 1. Aber nur einer ist doch leiblich. Weiß ich gerade nicht. Hallo, ich heiße Ben. Hallo. Ah, fast noch hier die Bank ausgeraubt, oder was? Komm, Benny, mach jetzt auch deine Scheiße. Ich will einfach nur meinen Stern kriegen. Einfach nur meinen Stern, ey. Wann spielst du Mario Kart? Morgen wieder. Morgen macht's nur. Sieh nur, auch rein. Schön, dass du am Start warst. Noch 2 Runden, Freunde. Also alle Leute, wie viele Leute haben denn drauf gewettet, dass ich hier erst, weil ich Zweiter werde? Oh, knapp, eigentlich so 50-50 mäßig, ne? Krass, ich habe eigentlich gedacht, dass mehr Leute nicht belieben auf dem zweiten Platz. Da ist die richtige Shigi-Animation. Schön. Oh, geht er rein? Wo kommt der hin? Oh, bitte kommt er nicht zu irgendeinem Buhu oder so. Habe ich jetzt wirklich gar keinen Bock. Bitte kein Buhu. Aber der hat eh keine Münzen, um den Stern zu klauen, oder? Oh Gott, das sind Chancenfelder. Das sind Chancenfelder. Wenn er nächsten Runde eine 1 und eine 2 würfelt, dann war es das wieder mit mir. Oh, bitte keine Chancenfelder jetzt. Was ist da gut? Ja, Dreifachwürfel wäre für ihn jetzt gut, oder? Ich bin lieber auf den ersten, ne? Ja, erster wäre nice, bin ich ehrlich. Es sieht auch gut aus bisher. Aber ich will es auch nicht jinxen. Oh, er kriegt Bowser. Und er kriegt Saftkorn. Diego. Saftkorn, ich würde mir schon schämen gehen. Ich habe so Angst vor diesen Chancenfeldern. Bitte eine 3. Bitte, 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 bitte. Oh, ich habe so ein dummes Gefühl. Ich weiß ganz genau, dass jetzt die 1 kommt. Oh, okay. Ey, Glücksmanno heute, wirklich. Heftiges Glücksmanno. Laufen lassen, ne? So. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, was es bringt. Vielleicht wäre es gut gewesen, ich weiß. Ich nehme mir einfach diesen Stern mit und gut ist, Alter, ganz ehrlich. So, 2 Sterne für mich. Unfassbar, obwohl ich ausgeraubt wurde. Vom 56 Münzen oder was das war. Let's go! Also, weißt du es doch nicht so genau? Ne, weiß echt nicht genau, ne? So, komm, ist irgendwo to dead. Bring's wieder hierher. Das wäre so respektlos. Ah! Den könnte ich auch noch kriegen. Wenn ich jetzt noch einen Dreifachwürfel mir irgendwie aus dem Arsch zauber, könnte ich den auch noch kriegen. Aber ich habe keine Münzen mehr. Nee, den kriege ich nicht. Oh, lande ich auf dem Ding? Ich lande nicht auf der Koopa-Bank, oder? Nee, ich muss abdrücken. Nee, dann kriege ich ihn nicht mehr. Ich habe keine Münzen mehr dafür. Schade. Aber 3 Sterne. Aber ich glaube, den kriegt auch kein anderer mehr, oder? Kriegt den noch jemand anders? Oh nein, was passiert? Ah nein, ich bin wieder nach hinten geschleudert, oder? Ja, da krieg ich das recht nicht mehr. Aber hey, ich habe jetzt auch zweimal nochmal ein Ereignisfeld gekriegt. Oh, lang, fuck. 16, er könnte ihn theoretisch kriegen. Bitte eine 5. Ja, er kriegt den auch nicht mehr. Gut, DK bekommt auch keinen mehr. Außer, oh nein. Kommt der aus Itemfeld? Nee, oder? Er kommt aus Minusfeld, oder? Könnte noch irgendjemand kriegen? Wo ist denn Mario? Mario ist auch weg? Den kriegt keiner mehr, oder? Neff, schau rein. Und Nutella, hau rein. Niemals, der gehört nicht mehr dir. Nee, ist vorbei jetzt auch, ja.
Bringt ja nichts mehr, Donkey Kong auf die Karte zu gucken. Ich hab 2 Sterne, ihr habt gar nichts. Also, wenn es so bleibt, muss einer von denen, ist egal wer, ganz klar. Wenn einer von denen 2 Bonussterne bekommt, habe ich verloren. Das ist so die einzige Chance noch für die. Okay, was hat der vor? Will er jetzt eine Goldröhre holen vom Itemfeld oder was? Zum Glück zählt das nicht aus Ereignisfeld. Oh mein Gott, nein! Was? 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 Seit wann gibt es da eine Goldröhre? Das reicht. Nein, oh mein Gott. Das sieht gut aus, leider. Nein, bitte! Out of Map! Mann! Mega Schild hat immer so ein mega Glück! Ich habe da noch nie eine Goldröhre gesehen! Oh, hat jemand eine Raubtruhe? Ach nein, das ist doch scheiße! Jetzt kriegt ihr auch einen Stern! Ah, wieso freut ihr euch? Wieso freut ihr euch? Ah, Eisfang. Mann, scheiße! Jetzt braucht er nur einen Bonusstern, hat das! Oh, jetzt kommt das scheiß Eis-Game, Junge! Ach, Mann. Mega schön ist nicht umsonst gefürchtet. Oh, leck nicht rum. Komm, hallo, ja, das Eis kommt natürlich nicht zu mir. So, komm, Eis am Stiel. So, zack, nächstes. Immerhin das Minispiel gewinnen, das wäre so wichtig jetzt. Immerhin kann man hier nicht weggeschubst werden, wenn man einmal hier steht. Hallo, da war doch was, oder? Ja, gut. Mein Eis. Ach, du verdammter. Komm, das ist aber meins jetzt. Komm, schneller runter. Hallo. Ach, es leckt jetzt, oh mein Gott. Nein. Aufpassen, wo kommt das nächste hin? Die Verbindung ist instabil. Ja, das merke ich auch. Oh. Hallo. Das ist so instabil. Oh mein Gott, hier fliegt gleich jemand raus. Nein, weh, ich flieg raus. Nein, bitte nicht rausfliegen jetzt. Ich darf nicht rausfliegen als Host. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein Gott, nein, bitte nicht jetzt. Hallo. Wieso denn überhaupt? Ja, das Minispiel ist eh schon lost jetzt. Aber es geht wieder. Oh mein Gott, wir sind nicht rausgeflogen. Ja, das Minispiel konnte ich jetzt nicht gewinnen wegen den Mega-Lags. Aber, oh mein Gott, nein. Hallöchen, Nintendo! Mann, Nintendo hat wirklich die schlechteste Verbindung. Auto-Win, wenn du 2 Sterne hast. Ja, wahrscheinlich. Nein, die Verbindung ist instabil. Wieso denn, Mann? Es hat eine halbe Stunde perfekt geklappt. Ja, ich konnte das scheiß Minispiel nicht gewinnen. Das ist Schiebung. Schiebung ist das. Also wir haben eine gute Verbindung. Ja, es liegt zu 100% an. Guck mal, jetzt habe ich wieder 4 Balken auf einmal. Ich habe nichts geändert. Mann, ihr wollt mich nur tot sehen gerade bei dem Minispiel. Hey. Ne, es lag an mir, Tibitodet. Es lag an mir. Ach, Junge, Alter. Nicht gut. Megaschild dreht jetzt den Spieß. Oh, ja, Tibitodet kriegt alle Münzen. 107 und 6. Bitte nicht Chancenfeld. Ich bin so gebrochen. Oh, Gott sei Dank, nicht Chancenfeld. Oh mein Gott, das war das Beste, was hätte passieren können. Oh, ist das gut. Oh, ist das wunderschön. Boah, wäre ich Chancenfeld gekommen. Ich wäre so durchgebrochen. Bitte ist auch kein Wurst. Obwohl, Wurstfeld wäre gut. Ja, schade. Komme ich noch auf wieder. Was ist denn da? Ist da ein Stern? Nee. Wieso ist das so eine Kuhle? Seht ihr das? Guck mal, wieso ist das so eine Kuhle? Geil, Glücksfeld, noch ein paar Münzen mitnehmen. Aber bringt eh nichts mehr, oder? 15? Ach, 17, ja, 7 Münzen. Typisch Nintendo halt. Achtung, jetzt lag's gleich wieder beim letzten Minispiel. Ja, es kriegt Megaschild, hat seinen scheiß Stern noch. Es ist echt zum Kotzen. Ein Bonusstern und er hat gewonnen. Und er hat viel gemacht. Er hat wirklich viel gemacht. Er hat viele Minispiele gewonnen. Münzen hat er auch sehr viele eingesammelt. Können knapp werden mit Chibitodets. Booster Pass, Mano. Ne, Bulak. Hat er noch viel auf dem Tacho? Kann er theoretisch noch einholen? Bitte nicht. Du musst Zweiter werden. Nee. Ich will aber nicht Zweiter werden. Für dich muss ich eher Zweiter werden, Leon, weil du gewettet hast, aber... Für euch, für alle Leute, die Zweiter gewinnt haben, da sieht es gerade ganz gut aus. Ah, ne, kriegt keiner mehr. Oder? Ne, kriegt keiner mehr. Mega schön ist der Letzte und der kriegt auch ganz nicht mehr. Ganz klar. Letztes Minispiel gleich, Freunde. Was kommt noch zum Abschluss?
Ja, das war's. Ich brauche 2 Bonusstern. Waluigi Time. Das war das letzte Mal, wo Megaschild hier mitgespielt hat, ich bin ehrlich. Das allerletzte Mal, Digga. Allerletzte Mal, wo Megaschild hier mitgespielt hat. Allerletzte Mal, Digga. Erst 59 Münzen geklaut, jetzt einen Stern geklaut, das war's. Oh. Ich brauche 2 Bonussterne jetzt. Eine reicht nicht. Ich habe keine Münzen. Goomba-Zählung. Ja, deine Mutter-Zählung, Alter. Och, Mann. Jetzt muss ich auch noch zählen. Oh, ich bin so durchgebrochen. Meinte, ich krieg noch einen Minispiel-Bonus? Nee, oder? Hab extra noch frisch geschrieben. Er ist so bodenlos wie ein Rubbellos. Okay, Konzentration. Vielleicht krieg ich noch mit ganz viel Glück noch den Minispiel-Bonus. Aber ich glaube nicht, oder? Ich habe ein Minispiel gefühlt gewonnen. Oder 2. Jetzt wäre ich das 3. Ach komm, die Goombas werden so heftig gezählt, Alter, ganz ehrlich. Als hätte jemand so heftig Goombas gezählt. Komm, Mathe, Mann, ich habe Mathe-Studium nicht umsonst gemacht, okay? So, Wenn du dich halt einmal hier verklickst, ist halt auch schon vorbei, ne? Boah, weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Boah, da ganz am Schluss 37 und aha, das heißt, ich bin schon mal mit Benny zusammen, wenn überhaupt. Oh, wenn dann Benny und Megaschild, wenn und ich oder ohne Megaschild und so. Oh Gott, oh ja, ich gewinne doch immerhin. Ich gewinne mit Benny. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, ich weiß, es kann alles möglich sein. Es kann alles möglich sein jetzt. Ich kann absolut verlieren. Oh, es wäre richtig bitter, wenn ich einen Bonusstern bekomme und dann wegen Münzen verliere. Ach nein, bitte nicht. Oh, bitte gönn mir 2 Bonussterne, es wäre so verdient. Bitte, bitte eigenes Bonus. Nein, den habe ich nicht, oder? Habe ich den Flitzerbonus? Habe ich den? Ich bin schon ein bisschen geflitzt. Komm schon, Flitzermano! Ja! Flitzermano! Einer noch! Bitte, einer noch! Nein, da ist keiner drauf! Nein, ich hab verloren wegen 1 Stern! Ganz klar! Nein! Ey, Mann! Scheiß Buhu, Alter, die Drecksau! Ich bin 2. Oder habe ich mittlerweile mehr Münzen als Megaschild? Nee, oder? Nee, ich habe nicht mehr Münzen als Megaschild, oder? Ich hatte das letzte Minispiel gewonnen, aber ich glaube, es hat nicht gereicht. Oh, wieso muss denn Bowser Feldbonus kommen? Nee, unverdient bin ich, ehrlich, unverdient. Mir 59 Münzen aus dem Sack gehauen, Digga. Mit Sternen, dann mit Goldröhre auf Megalack noch. Nee. Das alles, er hat nur Sterne bekommen, weil er eine Goldröhre bekommen hat beim Itemfeld, was ich noch nie gesehen habe. Noch nie in meinem Leben. Ich habe sogar den Minispielbonus gehabt. Oh, wieso kam nicht der Minispielbonus? Mann. Nee, unverdient. Ich gönn nicht. Ich gönn nicht. Megaschild, nein. War eine geile Runde. Nein, ach ja. Ey, so gebrochen, Mann. Oh. Ah, er hat gecheatet. Ey, Alter, alles nur wegen seiner Lucky Goldröhre am Ende, ne? Sonst hätte er keinen Stern bekommen, keinen einzelnen. Oh, ja, wegen 30 Münzen verloren. Das sind die Endergebnisse. Mega schön auf dem ersten. Ne? Trotzdem GG. 2. bin ich. 3. ist Jimmy Chottet. Und 4. ist Benny. Hätte ich auch nicht gedacht. Benny war auch eine Zeitweise mal Favorit gewesen. Ja, also Münzen war ich pleite, Mann, und sein Urgroßvater. Minispielbonus hatte ich gehabt. Flitzerbonus war nicht mal. Hallo? Hallo? Ich bin wieder online. Ich war ganz kurz offline anscheinend. Bei YouTube zumindest, bewertbar. Ereignisbonus. Wäre Ereignisbonus nochmal gekommen? Dann hätte ich einen Stern noch bekommen und Jimmy Toadette halt auch. Ja, scheiß drauf, ne? Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ja, ich weiß, leck Mano, aber es war nur ganz kurz, okay? War nur ganz kurz. War ein nice Game. Danke fürs Zuschauen. Twitch bleibt noch ganz kurz dran für einen eventuellen Raid. Wir gucken mal ganz kurz. YouTube haut rein, ne? Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Mitmachen. GG an alle natürlich. GG an alle natürlich. Ne? Auch ein Megaschild GG natürlich. Natürlich nur Spaß, ne? Ja. Wir sehen uns morgen wieder mit dem Mario Kart Challenge und Göttingen Overhead, ne? Hau rein, YouTube, Toilette, Topsen, Celine, Marco, Conny, Mark Diggi, Ulrich, Wild Eli, Dark Philia, Cornelius, Toilette, Markus, Nord Enma, State, Conny, Wild Eli, Leinhardt, Topsen, Fanfiction Era, Conny,
Maximus, vielen Dank fürs Folgen. Shade, Ulrich, Neon, Jonas, habe ich schon alle gesagt, ne? User, Mega Shade natürlich, Neon, Leinhard, Dobson. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Claramente.